Herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 33. Meetup hier bei der Crypto-Community Mainz. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema ein neues sozioökologisches Finanzsystem. Wir haben mal wieder hochkarätige Gäste hier, und zwar zum einen Marc Balandis und zum anderen Markus Dapp. Beide sind an der ETH Zürich tätig. Markus Dapp ist Senior Researcher am Stuhl Computational Social Sciences. Er ist auch Research Fellow am UCL Center for Blockchain Technologies und unterrichtet unter anderem an der ETH seit 15 Jahren die Vorlesung Digital Sustainability. Marc Balandis auf der anderen Seite ist Doktorand an der ETH am gleichen Lehrstuhl. Er beschäftigt sich mit multidimensionalen Incentivierungssystemen für Informationen und ist unter anderem Founder der Netty App. Genau, und das war es eigentlich schon mit meiner Einleitung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Vortrag und übergebe dann schon direkt an euch beide. Ja, super, Moment. Herzlichen Dank, Christian und allen anderen im Call für die Einleitung, natürlich auch für die Einladung. Freut uns sehr, ein bisschen was von unserer Arbeit erzählen zu dürfen. Ich habe es ganz am Anfang schon den ersten im Call gesagt, wir sprechen über unsere Arbeit leider ganz selten auf Deutsch. Ich spreche aber heute auf Deutsch, soweit ich das kann. Also es kann aber holprig klingen, ein bisschen. Nur das, also. Aber das und der andere Punkt, mir ist es Wurst, wir können, wenn Leute hängen bleiben, weil ich habe jetzt ein bisschen mitbekommen, oder? Es sind auch ein paar zum ersten Mal hier ich werde nicht die Blockchain erklären. Also ich fange nicht irgendwie ganz am Anfang an. Wenn also Fragen entstehen oder ihr das Gefühl habt, jetzt komme ich nicht mehr weiter an der Stelle, dann könnt ihr gerne unterbrechen und dann klären wir das kurz und dann machen wir weiter. Also ist für mich persönlich kein Problem. Mir ist einfach wichtig, dass ihr was von dem Vortrag habt und von dem her können wir das also gerne so machen. Und jetzt probiere ich mal, dass ich den richtigen Screen share. So, klappt das? Seht ihr den vollen Screen und nicht meinen Presenter-Screen? Ist das so? Wir sehen den ganzen, cool. Perfekt. Gut, dann lasst uns starten. Solche Bilder kennt ihr, also ich tue es euch, gell? Solche Bilder kennt ihr alle, wenn ihr die Zeitung aufschlagt oder wenn ihr Nachrichten schaut. Und irgendwie haben wir das Gefühl, es werden immer mehr und sie kommen immer schneller auf uns zu. Und die Frage ist, warum? Woher kommt es, dass wir plötzlich, in Anführungszeichen, so viele globale Herausforderungen auf einmal haben? Und wir haben uns bei unserer Arbeit gedacht, dass ein wichtiger Grund, warum das so ist, die Tatsache ist, dass wir Menschen relativ schlecht daran sind, die langfristigen Effekte unserer Aktionen überhaupt nur zu sehen, geschweige denn beurteilen zu können. Vor allem, wenn eben je größer das Delta T in der Mitte ist, umso schwieriger fällt uns das. Und eine Ausgangsidee von unserem Projekt Finance 4, über das ich nachher noch im Detail natürlich sprechen werde, ist, wie wäre es, wenn man dieses Delta T irgendwie verkleinern könnte? Jetzt können wir natürlich nicht in unserer Welt die Physikgesetze außer Kraft setzen und das Delta T wirklich kleiner machen. Aber vielleicht finden wir ja was, das wie ein starkes Signal wirkt durch die Zeit, das uns eine Idee gibt, was für Effekte und wie stark diese Effekte in der Zukunft sein könnten. Und es ist natürlich nicht so, dass wir da irgendwie was total Neues herausgefunden haben, sondern menschliche Gesellschaften benutzen schon seit sehr langer Zeit Informationssignale untereinander und wir bezeichnen das als Geld. Ihr kennt sicher den Spruch, Zeit ist Geld. Und wir versuchen, Geld ein bisschen anders zu sehen, als es vielleicht so im Alltag gemacht wird. Geld ist ein Signal für etwas, das uns wertvoll und wichtig ist. Es ist aber auch Zukunft oder zukünftiges Potenzial, so ähnlich wie
gespeicherte Energie, die ist da und ich kann sie abrufen für etwas. Wenn ich Geld zur Verfügung habe und es kontrolliere, dann kann ich Aktion auslösen. Ich kann andere dazu bringen, an etwas zu arbeiten und etwas zu verändern in der physischen Welt. Also sowas wie zielgerichtete Energie vielleicht. Heute ist es leider so, dass diese Zielrichtung dieser Energie Geld einfach eine einzige Richtung hat, nämlich Profit maximieren für den jeweiligen Inhaber dieses Geldes. Und das ist leider auch das Problem, auch bei Non-Profit-Organisationen so. Es ist auch bei den Organisationen und den Individuen, die SDGs, Sustainable Development Goals, umsetzen möchten, die können sich diesem System auch nicht entziehen. Trotzdem nicht. Und der letzte Punkt, der jetzt vielleicht hier in der Reihe ein bisschen komisch wirkt, die Entstehung von Geld und die Schaffung von Geld ist das Privileg von Banken. Die Frage ist, warum das so ist. Ich versuche das mal zu übersetzen. Diejenigen, die die Schulden oder den Kredit einer Nation kontrollieren, beeinflussen direkt die Politik der Regierung und halten in ihrer Hand das Schicksal der Menschen. Also die Macht, Geld entstehen zu lassen und den Fluss zu kontrollieren oder die Menge zu kontrollieren, ist eins der mächtigsten Instrumente, die wir Menschen uns erdacht haben. Und heute ist es so, dass es eine ganz kleine Gruppe Menschen sind, die diese Kontrolle ausüben über sehr viele andere Menschen. Das Ziel unseres Projektes Finance 4 ist, dieses Konzept von Geld als Informationssignal auszuweiten und breiter zu denken, was Geld ist, warum es da ist, was es eigentlich für eine Funktion erfüllt oder Funktionen erfüllt. Und wir möchten Communities ermöglichen, mit neuen Geldern zu experimentieren, indem sie sich selber welche definieren und sie für neue Richtungen einsetzen. Also nicht nur diese Profitmaximierung, sondern für andere Ziele. Nachhaltigkeitsziele, aber es könnten auch irgendwelche anderen sein. Und wir können diese Diskussion überhaupt nur deshalb starten, weil es diese ganze Technologie, Blockchain, gestartet mit Bitcoin, heute gibt, die es uns erlaubt, digital Dinge von Wert zu übertragen. Jetzt habe ich in der nächsten Folie ein zweiminütiges Video, das auch leider auf Englisch ist. Ich lasse es, glaube ich, trotzdem kurz laufen, weil es ist eine Animation. Ich glaube, die sollte doch einigermaßen verständlich sein. Ich hoffe nur, dass es mit Audio und Video klappt. Schauen wir mal. Our values often seem to be detached from our daily choices. For example, biking to work is a choice that benefits a few communities. Your boss might be happy because you're healthier and the company has lower costs for providing parking space. Your city has fewer problems with commuter traffic and improved air quality. And because you don't need to fill up your tank, you're helping to reduce the global consumption of fossil fuels. Or let's say you only buy clothing from socially sustainable sources, where employers pay their staffs a living wage and foster a healthy work environment. In reality, many people choose to drive to work, and many prefer to buy cheap clothes from employers who exploit their workforces. Local and global values do not easily translate into individual incentives. But every day, many people and communities do actually make vital contributions towards achieving common human goals in the realms of environmental sustainability, health and care work, social integration, education and beyond. It's just that our current economic system is so bad at valuing these social goods and services. Shouldn't it be easier to value these kinds of contributions? Imagine a new system, which we call Finance 4.0. In which interest groups and communities could define positive actions and reward people who carry them out. These rewards would take the form of a variety of digital currencies which would represent different shared values. Imagine if you could collect ecology coins and health coins for your morning bike rides and sustainability coins for buying fair clothes.
You could then use your coins to access rewards that the communities choose, such as a free bike service or discounts. In this way, we can build a decentralized system of incentives that empowers everyone to make everyday choices that benefit our world. Find out more in our other videos and visit us at www.futureict2.eu. Also recht untypisch für einen Wissenschaftsbereich ist es ein durchaus nettes Video, glaube ich, das die Sache auch nicht akademisch erläutert. Also, die SDGs sind ja vorher in der Vorstellungsrunde schon gefallen, die Sustainable Development Goals. Und wenn ihr die so anschaut, seht ihr, dass es sehr, sehr unterschiedliche Themen sind, oder? Es ist sehr divers. Und wenn ich jetzt mir noch überlege, dass verschiedene Regionen auf der Welt einfach auch in ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen sind, sind diese Ziele einfach unterschiedlich wichtig an unterschiedlichen Orten. Aber alle müssen mit dem gleichen Geld, vielleicht nicht mit der gleichen, exakt gleichen Währung, aber mit dem gleichen Prinzip von Geld, Fiat-Geld heißt das, zurechtkommen und versuchen, diese Probleme anzugehen. Und unsere These ist, wenn diese Communities in der Lage wären, sich eigene Währungen zu überlegen, die nicht nur einfach eine Kopie sind des Geldes, sondern es ihnen ermöglicht, den jeweiligen Tokens, ich rede jetzt mal von Tokens, andere Eigenschaften zu geben, als die, die das heutige Fiat-Geld hat. Man könnte sich überlegen, Zins abzuschaffen oder keine Inflation oder Beschränkung der Geldmenge, verschiedene Dinge. Oder die Ausgabe der Coins an bestimmte Aktionen zu koppeln. Und darum, das ist die Ausgangslage, darum geht es bei uns im Finance Four-System. Bevor ich ein bisschen in die Struktur der Anwendung gehe, noch schnell die Designprinzipien. Also die absolute Ausgangslage war, dass wir ein Anreizsystem schaffen wollen, das den Einzelnen in verschiedene Richtungen zieht. Heute zieht es alle in die Richtung der Profitmaximierung oder Kostenminimierung, wie ihr es auch immer sehen wollt. Wir haben aber in uns viel mehr Ziele, die ganz unterschiedlicher Natur sind. Und wir brauchen Repräsentanz von Wert auch in diesen Dimensionen. Und das schafft das heutige Geld nicht. Der zweite Punkt rechts oben in der Ecke ist, es muss unserer Meinung nach nicht das Privileg des Bankensystems sein, Geld zu schaffen. Das ist historisch so, aber es gibt keinen triftigen Grund, warum das so ist. Zumal, wenn wir mit verschiedenen Geldarten experimentieren wollen in Zukunft. In kleinen lokalen Gruppen oder auch größeren. Natürlich soll so ein System demokratisch gesteuert werden. Also wir wollen ja nicht einfach das Gleiche nochmal nachbauen und jetzt einfach eine neue Technologie einsetzen, sondern die Governance des Systems soll so demokratisch wie möglich erfolgen. Deshalb sind wir auch auf einer öffentlichen Blockchain am Schluss und nicht auf einer anderen Lösung. Und ja, und der letzte Punkt ist genau der Blockchain-Punkt, also ein dezentrales Netzwerk von Peers, also von Gleichberechtigten, im Gegensatz zu der sogenannten Client-Server-Architektur, die es halt im Internet eigentlich bis heute gibt. Ich habe ein kleines Programm und das klopft bei einem großen Server an, ob das jetzt Amazon, irgendeine andere Webseite oder Facebook oder so ist und bekommt von dort Daten. Und es ist ganz klar, dass die Kontrolle des Systems beim Server liegt und nicht beim Client. Und beim Peer-to-Peer-Netzwerk sind einfach alle gleich, alle dürfen gleich viel und alle können gleich viel. Jetzt für diejenigen unter euch, die Bezug zu Software haben, klingt das soweit, ja, wie gehabt, oder? Ich meine, BitTorrent als Peer-to-Peer-Netzwerk gibt es jetzt auch schon eine Weile dass man mit Software alle möglichen Dinge machen kann, ist auch klar. Was aber neu dazukommt in dem ganzen Blockchain-Space ist, die Blockchain erlaubt uns, oder die Technologie rund um Blockchains und sogenannte Distributed Ledgers, erlaubt uns, Regeln in Software zu gießen, die danach nicht mehr verändert werden können.
Jedenfalls nicht einfach. Nicht so einfach, wie man das bisher kennt von Software. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht und gehe als Entwickler an diesen Ort im Source, im Quellcode, ändere oder korrigiere diesen Fehler und dann ist es behoben oder ich implementiere eine neue Funktionalität. Ich brauche niemanden fragen. Klar, wenn ich ein Softwarehaus habe, habe ich Chefs und Vorgesetzte. Sicher muss ich das abklären, aber ich muss nicht grundsätzlich. Microsoft fragt nicht alle User, ob sie jetzt in Word etwas ändern dürfen oder nicht. Sie versuchen das schon rauszufinden in einem gewissen Sinne, auf, was auf Interesse stößt, was nicht. Aber sie, am Schluss machen sie das. Und warum können sie das so einfach tun? Weil alle zentral dasselbe Word beziehen und es kein Netzwerk an Word-Usern gibt. Also nicht die einzelnen Words sind miteinander verbunden und es müssen alle irgendwie das Gleiche tun, sondern es hat jeder am Schluss bei sich zu Hause einen Computer mit Software drauf und that's it. Markus? Ja. Ganz kurz, die Auflösung ist gerade sehr, sehr schlecht. Am Anfang war sie besser, seit dem Video ist sie jetzt irgendwie nicht mehr so gut. Dann machen wir es am einfachsten so, ich starte einfach frisch, weil mein Rechner hat sich auch gemeldet zwischendrin, als ich das Video abspielte, dass der raucht hier auch schon fast. Okay, danke. Ich gehe mal kurz raus und starte einfach an der Folie wieder neu. Das sollte perfekt. Hoffentlich funktionieren. Ja. Schauen wir mal. Ich würde vorschlagen, dass du das Screensharing kurz stoppst auch und dann neu startest. Ach so. Okay, ja. Weil wir haben gerade auch deinen Kalender gesehen, das ist auch verkrisselt. Genau. Und du müsst meinen Kalender eigentlich scharf sehen, ja, das verstehe ich. das ist klar. Aber warte mal, jetzt muss ich das, ach, das ist immer so ein Hin und Her. Ich muss erst in Presenter-Mode. Okay. Und jetzt muss ich nochmal das richtige Fenster erwischen. Okay. Jetzt kommen auch keine Videoclips mehr von dem her. Viel besser. So. Besser? Ja, sehr, sehr gut diesmal. Jetzt sehr schön. Wieder. Also die Aussage dieser Slide, die Aussage dieser Folie ist, im Web 3, und das ist unsere Bezeichnung oder die Bezeichnung, die sich so langsam etabliert, als dieses nächste dezentralisierte Internet des Geldes, Bitcoin, Ethereum und wie die ganzen Blockchain-Protokolle heißen. Der Unterschied zu bisher ist, dass ihr nicht nur die Software baut, sondern die Regeln, die diese Software verkörpert, errichten darüber ein System, ein Verhaltenssystem der Leute, die da teilnehmen. Also dadurch, dass ihr diesen Tokens bestimmte Dinge, bestimmte Eigenschaften gebt, was man damit tun kann oder auch nicht, oder welche Prozesse damit möglich sind oder auch nicht, steuert ihr eigentlich zukünftig oder versucht ihr zukünftiges Verhalten von Leuten zu beeinflussen. Also Bitcoin ist nicht nur einfach ein Stück Software, das ganz viele Leute bei sich laufen lassen und damit Bits hin und her schieben, die knapp sind und sich dann andere überlegt haben, dass sie deshalb was wert sein könnten, in unserem heutigen Geld gemessen, sondern die Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerkes haben auch Anreize, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Diejenigen, die Mining machen, haben leicht andere Anreize als die, die das System einfach verwenden. Die Entwickler haben leicht andere Anreize. Und was ich hier auf der Seite zeigen wollte, ist einfach nur, dass es darüber, wie sich Menschen verhalten, ist eine total komplexe Angelegenheit. Und man kann nicht von vornherein wissen, wie es rauskommt. Bei Bitcoin hat es zumindest bis jetzt geklappt, in dem Sinne, dass das System nicht auseinandergefallen ist. Es ist aber nicht klar, dass es so bleibt und für alle anderen Projekte ist es auch nicht klar. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Blockchain-Projekte bauen nicht einfach nur Software, sondern sie errichten im Idealfall komplexe Systeme on top. Und das ist eine riesige Herausforderung, die ganz andere Disziplinen noch erfordert, als einfach nur Softwareentwicklung. Und wieder ein bisschen runtergeschraubt auf die Geldsituation. Falls Bitcoin auch nichts anderes erreicht hat, schreibt Breton in einem Buch, das auch schon ein paar Jahre alt ist, so hat es doch Bitcoin geschafft, dass Geld jetzt ein Designproblem wurde. Bisher war es kein Designproblem, es war einfach da und zwar definiert und es hat auch keiner gefragt, warum es so definiert ist und nicht anders.
Und er sagt, finde ich berechtigterweise, es sollte auch ein Designproblem sein und nicht einfach nur eins, wie ich das nächste Finanzprodukt baue und auf der 15. Derivate-Ebene irgendwie noch irgendein Risiko irgendwie mathematisch berechne und damit irgendeinen kleinen Gewinn mache oder auch großen, sondern was machen wir eigentlich, wenn wir Papier nehmen und darauf irgendwelche Zahlen schreiben und sagen, dafür kann ich jetzt ein Auto kaufen oder irgendwo in einer Wohnung wohnen. Wie gehen wir mit Zeit um, wenn Geld über die Zeit Wert verliert, was aktuell der Fall ist? Was heißt Schulden? Unser Geld ist ein schuldenbasiertes System. Jeder Euro, der entsteht, bedeutet, jemand anders im System hat diesen Euro als Schulden stehen. Und so weiter. Und wenn ihr denkt, Bitcoin ist schon eine komplexe Geschichte, hoppla, jetzt hat es mir eine Folie übersprungen. Wieso? So, jetzt zeigt es nicht das an, was ich meine, dass es anzeigen sollte. Wenn ihr denkt, Bitcoin ist eine komplexe Geschichte, dann schaut euch das an. Das ist eine grafische Darstellung aus einem Paper, das Marc, ich und Evangelos, ein Kollege, geschrieben haben, wo wir versucht haben, und das ist vielleicht interessant für diejenigen, die schon ein bisschen weiter im Blockchain-Space drin sind, der Versuch, eine Systematik aufzubauen, wie man ein Blockchain-System, wenn man auf eine neue Webseite kommt und da versprechen irgendwelche Leute irgendwas von irgendeiner XY-Coin, wie man das analysiert. Wie man dieses System auseinandernimmt, welche Fragen man stellen kann und welche individuellen Antworten es dazu geben sollte. Und wir haben, korrigiere mich Marc, ungefähr 80 oder 90 Systeme insgesamt klassifiziert anhand von dieser Taxonomie. Das Paper könnt ihr euch runterladen, also die Folien könnt ihr am Schluss kriegen. Das könnt ihr euch runterladen und euch das mal anschauen. Also der Designraum ist immens. Er ist immens groß und wir kratzen nur an der Oberfläche und versuchen aktuell in vielen Fällen Bekanntes in diese neue Welt reinzutragen. Und es gibt nicht so viele Projekte, die das neue Potenzial dieser verteilten Ledger oder Blockchains wirklich ausschöpft. Das ist nochmal die gleiche Darstellung jetzt mit allen quasi einzelnen Möglichkeiten. Also ihr könnt aus der grauen Mitte irgendeinen Pfeilpfad entlang gehen bis ganz nach außen und das für jeden Punkt außen und bekommt ganz unterschiedliche Blockchain-Systeme. Die roten Pfeile ist die Klassifizierung von Bitcoin und die blauen Pfeile ist die Klassifizierung von Ethereum. Und ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber wenn ihr genau reinschaut, unterscheiden sich die beiden, von denen wir sagen würden, die sind doch sehr unterschiedlich, nur an drei Orten hier drin. Wir haben also mehrere Dutzend solcher Systeme analysiert, in so eine Taxonomie gebracht und dann mit Hilfe statistischer Methoden das umgedreht und gesagt, okay, wenn ich jetzt ein neues System bauen will, was sind denn die zentralen ersten Fragen, die ich beantworten sollte, um zum Design zu kommen? Und wir haben vier Fragen extrahiert könnt ihr euch Marc eine Stunde lang einen Vortrag halten über Clusteranalyse. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Aber die erste Frage ist, gibt es Schichten? Also zum Beispiel Bitcoin ist eine einzige Schicht. Das Lightning Network, von dem wir vielleicht manche schon gehört haben, es wäre ein Layer 2. Ethereum ist auch eine eigene Layer 1-Technologie, aber darauf gibt es ja hunderte verschiedener Projekte, oder? Sogenannte Decentralized Applications, die jeweils ihre eigenen Tokens bauen auf Ethereum. Also sind das mindestens Layer 2. Ja, und da kann man durchgehen, oder? Permissioned und Permissionless sind auch nicht 0-1-Unterscheidungen, sondern gibt es ein Spektrum, ist Staking irgendwie drin und so weiter und so weiter. Also das ist schon recht nerdy hier und man wird ein bisschen erschlagen von der Komplexität. Es geht aber auch ganz einfach. Du pflanzt einen Baum, du beweist einem System gegenüber,
einem Blockchain-basierten System gegenüber, dass du diesen Baum gepflanzt hast und du bekommst einen Tree-Token. Der repräsentiert den Akt des Pflanzens und, wenn man will, den Wert dieses Baumes. Eine große Diskussion entsteht natürlich, was ist der Wert dieses Baumes jetzt in Euro gemessen? Und da haben alle hier im Call garantiert unterschiedliche Meinungen dazu. Darum geht es aber nicht. Es geht erstmal nur darum, diesen Akt, und ich glaube, da wäre wieder Einigkeit in der Runde, wir alle finden es eher positiv, wenn ein Baum gepflanzt wird, als negativ. Wie positiv, das gemessen an der Größe über Null, da scheiden sich die Geister sicher und es ist abhängig davon, in welchem Land wir sind und wie viele Bäume es quasi gibt, wenn ich rausschaue und so weiter und so weiter. Aber am Ende ist es genau das. Und das Finance-Fonds-System unterstützt genau solche Aktionen und wir machen natürlich nicht nur Bäume pflanzen, zum Glück. Wir machen auch viele andere Geschichten. Und dieses System soll auch nicht vorgeben, hey, es geht hier nur um Bäume pflanzen oder es geht nur um Plastikrecycling oder es geht nur darum, keine Ahnung, saubere Meere zu haben am Schluss, sondern whatever it is. Wenn du eine Idee hast für Aktionen, die du gerne incentivieren, anreizen würdest, was mit dem heutigen Geldsystem so nicht klappt, beziehungsweise du einfach nicht die Mittel hast, um jedem 10 Euro zu geben, um irgendwas Bestimmtes zu tun, kannst du das Finance-Fonds-System verwenden, um dir einen Token zu überlegen, der genau das tut, was du möchtest. Ob die Leute das dann tun, ist eine andere Frage. Das ist die Geschichte mit der Komplexitätsebene drüber. Aber du hast zumindest eine Möglichkeit, das überhaupt zu tun, was bisher, es gibt viele Regionalwährungsprojekte, die meisten davon kopieren, die meisten davon lösen ein relativ enges Problem, nämlich mangelnde Liquidität an einem bestimmten Ort. Und dann wird quasi Ersatzgeld geschaffen. Ja, vielleicht mit einem Tweak, dass man sagt, wir wollen die sogenannte Umlaufgeschwindigkeit erhöhen unseres Regionalgeldes. Darum, wenn man es nicht benutzt, verliert es an Wert monatlich oder so. Und dann wird es halt häufig verwendet und das kurbelt die Wirtschaft dann an, weil wir, was bedeutet Wirtschaft? Was bedeutet, dass Austausch stattfindet, dass Leute miteinander interagieren, Handel treiben im weitesten Sinne? Diese Technologie und diese Konzeption von Tokens, die kann aber viel, viel mehr als einfach nur das Geld lokal kopieren. Es kann beliebige Aktionen anreizen. Das heißt, wenn ihr als User von diesem Finance-Fonds-System herkommt und sagt, okay, ich pflanze einen Baum. Seht ihr eigentlich meine Maus? Nee, Moment. So, jetzt schon, oder? Also ihr pflanzt einen Baum oder ihr nehmt das Fahrrad statt des Autos oder ihr helft einer anderen Person, die irgendeinen Bedarf hat. Und dann sagt ihr gegenüber dem System, hey, ich habe das wirklich gemacht, ihr stellt eine Behauptung auf. Und dann sagt das System, okay, kannst du das auch beweisen? Und dann kannst du es beweisen, entweder mit deinem Mobiltelefon, vielleicht gibt es die Möglichkeit, ein Foto zu machen, oder es gibt Internet of Things Sensoren, oder es gibt andere User in einem Social Proof, die sagen, ja, das ist wirklich so gewesen. Und wenn das System diese benötigten Beweise erhält, dann sagt es, okay, und das macht es völlig autonom, gut, dann kriegst du diese Tokens. Und diese Wolke hier ist komplett transparent. Die Regeln darin, wann man einen Token erhält, sind völlig transparent und sie sind nicht unilateral veränderbar. Und das ist ganz anders als das heutige System. Wer von euch denkt, man müsste einfach bei der Zentralbank anrufen und sagen, druckt weniger oder mehr Geld oder schickt es dahin und nicht dahin? Wir haben keine Möglichkeit. Und hier ist es so, dass die Community selber das System aufbauen und dann auch betreiben. Und natürlich, oder hier oben, Communities reward what they value. Die Tokens, die da drin entstehen aufgrund von Nachfrage der Communities. Die sagen, hey, ich möchte jetzt einen Recycling-Token machen, weil so und so. Und die Tokens, die man in Lateinamerika, in einer Riesenstadt in Lateinamerika haben möchte, sind wahrscheinlich ganz andere als irgendwo in Süddeutschland im Grünen draußen. Aber alle können zur Nachhaltigkeit beitragen. Und es ist ein solches Filet Englisch, also das Ziel ist Empowerment dieser einzelnen Gemeinschaften.
Okay, ich muss vielleicht ein bisschen schneller werden. Jetzt, ich habe vorher erwähnt, das soll demokratisch ablaufen. Und wenn ihr hier auf dieses Slide schaut, dann seht ihr in der unteren Ebene, wo steht Positive Action Economy, da sind diese ganzen bunten Tokens, die verschiedenste Aktionen, wir reden von Positive Actions, anreizen sollen. Jetzt wäre es aber relativ chaotisch, wenn alle von uns einfach nur Tokens erstellen könnten und dann gäbe es einen Wust an verschiedensten Tokens und ein neuer User kommt, sieht, es gibt da 500 oder 750 oder 5000 verschiedene Tokens. Wie vermeiden wir, dass da einfach Chaos entsteht, es 17 verschiedene Tree-Tokens gibt und ich prompt in den falschen, nicht investiere, aber meine Anstrengung stecke und andere sind besser designt. Wir müssen uns also ein paar Governance-Sachen überlegen, die eben auch demokratisch funktionieren. Und die roten Ringe oben sind drei Tokens, eigene Tokens, Meta-Tokens, wenn ihr so wollt, die helfen, das System insgesamt zu koordinieren und zu managen. Also wohlgemerkt, es gibt kein Management in dem Sinne, es gibt keine zentrale Einheit, zum Beispiel eine kleine oder größere Gruppe an Administratoren, die das alles klärt, sondern es sind alles dieselben User, die dieselben Software zur Verfügung haben, dasselbe Regelwerk nutzen können. Der mittlere, der Governance-Token, ist zum Beispiel da, um gute von schlechten Tokens unterscheiden zu können. Vereinfacht gesagt, kann man einen Token vorschlagen, dass er in die Liste der guten Tokens aufgenommen wird. Und das wird dadurch gemacht, es ist quasi ein Mix zwischen Poker und Wählen oder Abstimmen. Christian sagt, der Token X ist super. Ich setze jetzt 100 Governance-Tokens drauf, dass der aufgenommen wird in die Liste. Dann fängt eine Zeit an zu laufen. In der Zeit kann irgendjemand anders, vielleicht der Marc, sagen, hey, nee, der Token ist nichts. Ich habe das Design auch angeschaut, was da vorgeschlagen wird. Das ist nichts. Ich fordere das heraus. Ich challenge das mit dem gleichen Betrag an Governance-Tokens. Und dann kommt es zur Wahl. Und alle, die bereits so lange dabei sind, dass sie eigene Governance-Tokens erhalten haben, können mit abstimmen, ob der Token reinkommt oder nicht. Und ähnlich auch fürs Rauswählen. Reputation soll es geben. Nicht dafür, dass ihr Reichtum anhäuft auf der Plattform. Also nicht dadurch, dass ihr viele Positive-Action-Tokens habt hier unten. Nicht deswegen bekommt ihr viel Reputation, sondern weil ihr die Plattform unterstützt. Also muss man recht gut überlegen, für welche Aktionen soll es Reputation geben. Und das Liquidity, das lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil das führt jetzt ein bisschen zu weit und ist auch ein bisschen zu nerdig im Moment. Was passiert hier ist, dass wir uns neue Fragen, dadurch, dass die Technologie uns das ermöglicht, was ich gerade ein bisschen skizziert habe, stellen sich neue Fragen, wie man so Systeme überhaupt designt. Und das geht weit über Software-Design raus. Also nur weil jemand Smart Contracts programmieren kann, heißt das überhaupt nicht, dass er ein Regelwerk schaffen kann, das auch nur die ersten zwei Wochen durchhält, wenn es mal auf die Menschheit losgelassen wird. Es ermöglicht uns aber gleichzeitig ganz abgefahrene Sachen in der Realität auszuprobieren, die bisher nur theoretisch möglich waren oder nur in Simulationen und so weiter. Und eine wichtige Frage ist natürlich auch die Machtverteilung, wenn so ein Design umgesetzt wird. Wer hat Mitspracherecht, wie so ein Regelwerk definiert wird und wie es dann vielleicht auch geändert wird in Zukunft? Was uns auch zu ethischen Fragestellungen führt. Aber ja, ich können wir später in der Diskussion vielleicht noch drauf eingehen. Das will ich auch ganz kurz halten, weil es eben auch relativ komplex ist. Aber hier hat ein anderer Forscher versucht, wie ich finde, recht gut, diese Komplexitätswolke über der Software in Schichten aufzutrennen. Die unteren zwei Schichten sind abgedeckt durch die Blockchain. Das eine ist, dass die Daten unverändert gespeichert werden. Das ist hier mit Durable Data gemeint. Und die andere ist, dass Berechnung stattfinden kann in einer vertrauensvollen Weise, obwohl alle Nutzer zueinander anonym sind. Und darauf, auf diesen zwei technischen
Bausteinen lassen sich dann Interaktionsmuster definieren, die durch Smart Contracts zum Beispiel festgelegt werden, um dann hoffentlich ein bestimmtes Verhalten der Nutzer zu provozieren, zu incentivieren, wie man es nennen möchte. Und in der Aggregation über alle User sollen dann die Ziele der Plattform erreicht werden, dass bestimmte Wertflüsse stattfinden, die bisher nicht stattfinden. Also nochmal, man wird erschlagen von Komplexität. Aber the thing to do when you don't know ist ausprobieren. Schlichtweg ausprobieren. Und es wäre vermessen, wenn euch also irgendjemand von einem Projekt oder ein Kollege, der gerade eine tolle Coin investiert hat, das ist ja gerade wieder schick, sagt, hey, hier voll cooles System und so und für das und das und dann kriegt man Coins und das hebt ab. Keiner weiß es, ob es abhebt. Auch die, die es selber gemacht haben, wissen nicht, ob es abhebt. Und das, was ich auf den letzten zwei Folien mit den vielen Diagrammen gezeigt habe, auch nur ein bisschen auszuprobieren, zu modellieren und zu simulieren, ist echt schwierig. Und das machen nicht so viele Blockchain-Projekte, weil es extrem schwierig ist. Das kann man, also, oder man kann, wenn man ein Softwareentwickler ist und gut ist, dann kann man sich in einer mehr oder weniger kurzen Zeit eine neue Programmiersprache aneignen. Also wenn jemand von euch objektorientiert programmieren kann, und ein bisschen dann Verständnis mitbringt und sich einarbeitet, dann kann man in relativ kurzer Zeit auch Smart Contracts programmieren. Die funktionieren ein bisschen anders, ist Peer-to-Peer, okay, aber so von der Grundlogik her. Aber jetzt einfach mal sagen, ich modelliere jetzt mal so ein 3-Token-Geldsystem, ob das dann irgendwie funktionieren würde, wenn da 10.000 Leute mitmachen oder nicht, das ist überhaupt nicht trivial. Und von dem her, wenn ihr das mitnehmen wollt aus dem Part, Leute, die euch einfach irgendeinen Coin andrehen, wissen meistens nicht, wovon sie sprechen. Und es ist auch nicht so einfach rauszufinden, wovon man eigentlich spricht. Drum, es gibt drei Ansätze, wie man eigentlich so ein System dann wirklich ordentlich baut. Das eine ist Design Science. Das heißt, man baut Software, idealerweise Hand in Hand mit den potenziellen Usern. Gut, das macht man in anderen Softwarebereichen auch. Der zweite Bereich sind Simulationen, wo man versucht, das Regelwerk, das man sich mal überlegt hat, in eine Simulation zu gießen und dann zu gucken, wie würden sich dann jetzt zufällig, wenn dann die User kommen und in einem gewissen Rahmen zufällig agieren, würde das System halten? Würde es sich in die Richtung dieser Wertflüsse, die wir möchten, entwickeln? Oder fällt es auseinander? Oder kann es gegamed werden, das System? Kann man Verhaltensweisen, kann ich mich als User in einer bestimmten Art und Weise verhalten, wie es nicht vorgesehen war, aber trotzdem geht und das System irgendwie ausnutzen dadurch? Und der dritte Part sind dann halt reale Experimente mit Organisationen, Gruppen, NGOs, um das halt tatsächlich mit realen Menschen auszuprobieren. Der Prozess, einen Token zu kreieren, wird der Marc euch nachher noch kurz zeigen. Da da springe ich jetzt einfach mal schlichtweg drüber. Über das da springe ich auch, weil das im Prinzip ist das die Liste dieser tollen Tokens, in die ihr eben die guten Tokens reinwählen könnt oder nicht. Und hier wird einfach erklärt, wie es im Detail funktioniert. Wenn es interessiert, können wir das nachher gerne mal durchsprechen. Braucht es vielleicht an der Stelle nicht. Was ihr euch merken könnt, weil das ist ein Begriff, der überall fällt, dieser Mechanismus heißt Token Curated Registry. Also Registry ist ein Register, ist einfach die Tabelle selber. Und die wird kuratiert durch einen eigenen Token. Bei uns ist das dieser Governance Token. Weil ich brauche, um von der Ampel oder links von den Dokumenten in die Liste was reinschreiben zu können, brauche ich einen eigenen Token, um quasi, auf Englisch sagt man so schön, Skin in the Game zu haben. Ich meine, jeder von uns hat eine Meinung zu irgendeinem Token. Wenn ich aber sage, leg 100 Euro auf den Tisch und sage, ob der Token gut ist oder nicht, und wenn du dich irrst im Vergleich zu was alle anderen denken, dann ist das Geld weg, dann verhalten sich die Leute anders.
das steckt hinter dem. Simulation kann man auch durchgehen, da zeige ich vielleicht lieber das Bild. Die drei Achsen von diesem Würfel sind drei mögliche Räume in dem System. Also einerseits kann der den Token kreiert hat, ein guter oder ein nicht so guter sein. Das ist jetzt hier einfach durch Zahlen dargestellt. Das Design des Tokens selber kann robust oder nicht so robust sein. Und die Tokens bekommen möchten, die halten sich entweder an alle Regeln oder sie versuchen, Abkürzungen zu nehmen oder irgendwie die Nicht-Robustheit des Tokens gegebenenfalls auszunutzen. Das spannt so einen Würfel auf und wir wollen eigentlich in diese Ecke, die jetzt euch quasi aus dem Bild raus entgegenkommt, das wäre ideal, oder? Die Tokens sind alle robust, die User sind alle lieb und die Token-Creator, die neue Tokens erstellt haben, die sind natürlich auch alle ganz super und wollen Nachhaltigkeit. Was aber nicht unbedingt der Fall ist. Und das kriege ich ja nicht raus, wenn ich die Software rausgebe und versuche dann über 3 Jahre 10.000 User zu bekommen. Dann weiß ich es immer noch nicht. Okay, und dann gibt es Experimente, wo man das halt dann tatsächlich mit verschiedenen Gruppen machen könnte. Nochmal anders auf das ganze Thema geschaut, kann man sagen, wir versuchen in Bereichen des zwischenmenschlichen Austausches Märkte entstehen zu lassen, wo heute keine Märkte sind. Einfach weil es im heutigen Geldsystem nicht möglich ist, einen Markt zu erstellen. Wenn die Firma, die dieses Teilchen hier baut, euer Telefon, während der Produktion des Telefons den Fluss nebenan so verschmutzt, dass alle Fische 5 Kilometer weiter unten sterben, dann ist nicht klar, dass die Firma für diese Kosten aufkommt und das wieder in Ordnung bringt. Das hängt ganz davon ab, in welchem Land und mit welcher Regierung und mit welchem Regelwerk und wie stark das auch durchgesetzt wird. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die meisten Unternehmen in den meisten Ländern versuchen, die günstigste Lösung zu bekommen. Warum? Weil wir ein Geldsystem haben, das den Profit maximiert und die Kosten minimiert und nicht das Fischüberleben maximiert. Und wenn wir es jetzt aber schaffen, Märkte zu bauen, dass Leute jetzt plötzlich profitieren könnten, wenn mehr Fische überleben, dann ändern sich vielleicht auch die Aktionen drumherum. Und das kann natürlich weitergehen bis zu Finanzinstitutionen, die man neu anders bauen kann. Aber das führt auch wieder recht weit. Wenn ihr mal viel lesen wollt, hier ist eine kleine Auswahl von Dingen, müsst ihr eigentlich, nein, nicht alles ist frei verfügbar, aber die Sachen von uns sind eigentlich alle frei verfügbar. Okay, wir haben versucht, das Konzept von Geld als Informationssignal zu erweitern. Wir möchten es Gemeinschaften ermöglichen, eigene Gelder zu kreieren, auszuprobieren, ob es ihre lokalen Ziele erfüllt. Und weil es digital und im Internet ist, kann eine Lösung in Hamburg auch in Malta genutzt werden. Also experimentieren mit Geld, weil das findet heute auch nicht statt. Alle finden Monopole schlecht, aber unser Geldsystem ist das größte Monopol schlechthin. Die Diskussion, wie das Geld anders funktionieren könnte, die gibt es schlicht nicht. Und wenn man dann in diese Richtung geht, dann kann man alle möglichen Fragen hier einfach als kleiner Input in die Diskussion später. Wollen wir in einer Welt leben, wo alle nur mit Tokens agieren? Ich habe 150 verschiedene Tokens in meiner digitalen Geldbörse und mach nur irgendetwas, wenn ich einen Tree-Token bekomme. Ja, maybe, maybe not. Okay, an der Stelle würde ich gerne an Marc übergeben. Vielleicht wollt ihr kurz jetzt haben die meisten ihr Video aus, kurz sagen, wer von euch hätte Interesse, jetzt live mit MetaMask was mitzumachen? Das würde halt bedeuten, dass ihr so weit seid, dass ihr MetaMask habt und ihr braucht keine echten Ether, keine Angst. Ihr bekommt von uns Spielgeld, aber das wäre
Ja, also so 2, 3, okay. Dann gehe ich auch davon aus, dass ihr wisst, was ihr tut oder wie man das tut. Genau. Normalerweise gehen wir ins Detail, wo wir nochmal im Detail über unsere ganzen Arbeiten sprechen. Das haben wir heute mal bewusst rausgenommen. Und es geht mehr in die Richtung, das mal konkret zu zeigen, wie sowas aussehen könnte. Wir sind natürlich keine Grafikdesigner. Das heißt, es ist natürlich sehr, sehr Prototyp-Level. Und ich bin auch nicht der Hauptentwickler gewesen, sondern es ist Benjamin, der hier auch mit im Call drin ist. Falls ich also gleich in Probleme renne, kann er mir bestimmt dabei helfen. Und genau, ich weiß nicht, was euer Plan immer ist. Wie viel Zeit hättet ihr gerne am Ende noch zur Diskussion? Ich kann das jetzt unterschiedlich lang gestalten. Markus hat jetzt schon ein bisschen länger gesprochen, als wir, glaube ich, geplant hatten. Das heißt, wie viele Minuten habe ich, Christian? Also so viel, wie du willst. Meistens ist es Open End. Wir hatten schon Meetups, die gingen bis zu 3 Stunden. Okay. Also du entscheidest, wie du Lust hast. Gut, dann versuche ich mal, es kurz und knackig zu halten, aber die nötige Tiefe natürlich beizubehalten. Und genau, und euch nebenbei noch ein paar von den Konzepten, die Markus gerade so in den Slides erwähnt hat, nochmal zu zeigen, wie es konkret aussieht, was es bedeuten könnte, so ein Token-Design. Genau, das hier ist unsere Finfor Explorer-App. Eine Web-App, die quasi mit der Blockchain kommuniziert. Und hier oben rechts seht ihr meinen MetaMask. Ich bin also verbunden mit dem Rinkeby-Testnetzwerk. Und diejenigen, die gerne mitmachen wollen, müssen das halt auch tun. Also hier oben muss Rinkeby-Testnetwork drinstehen. Und dann müsst ihr auf demo.finfor.net gehen. Und aktuell ist es leider so, dass MetaMask nach einem neuen Update nur mit Chromium funktioniert. Also mit Firefox wissen wir, dass es gerade leider nicht geht. Genau. So, wenn man sich dann verbindet, kommt man hier auf unsere Startseite. Und was man jetzt hier so sieht, ist erstmal, diese Web-App ist wie so ein kleines Wallet. Ne? Ich habe hier ein Wallet, ich habe hier schon ein paar von diesen Reputation-Tokens, die Markus erwähnt hat. Ich habe hier schon was auf der Plattform ein bisschen gemacht, ein bisschen Reputation. Ich habe hier meine Public Address, also von meinem Wallet. Ich habe hier meine Balance, wie viel Ether ich habe. Und für diejenigen, die jetzt mitmachen wollen, vermutlich habt ihr gerade keinen Rinkeby-Test Ether, könnt ihr hier auf Request Ether drücken. Dann dauert es ein bisschen, ein paar Sekunden, eine halbe Minute. Und dann habt ihr 0,1 ETH und könnt auch gleich mitmachen. Das ist ein kleines Feature, was wir euch geben. Genau als Hintergrund, dieses Rinkeby-Testnetzwerk ist wie Ethereum, nur halt, was der Name schon sagt, ein Testnetzwerk. Und ja, das heißt, man kann damit herumspielen, Prototypen drauf laufen lassen, aber es ist eigentlich wie das echte Ethereum, aber es kostet nicht so viel Geld. Dann haben wir hier eine Reihe an Settings, darüber will ich jetzt nicht so viel sprechen. Was man auch machen kann, man kann sich gegenseitig Nachrichten schicken, wenn man möchte. Und hier sieht man, wenn man Nachrichten bekommen hat. Dann gibt es dieses Token Curation, dieses ganze, ja, ich kann hier kurz reingehen. Hier könnte man jetzt Tokens proposen, die in dieses Registry mit reinkommen, was Markus kurz erwähnt hatte. Das ist also alles, wovon Markus eigentlich gesprochen hat, ist hier irgendwo drin zu finden und noch ein bisschen mehr. Aber darauf möchte ich gar nicht alles eingehen. Das geht es hauptsächlich um diese Tokens. Ne? Also ihr fragt euch bestimmt, wie kreiert man jetzt so einen Token und was gibt es da für Möglichkeiten? Und dafür kann man hier unten auf diese Tokens gehen. Und man sieht zurzeit, wir haben das System wieder neu aufgesetzt, gibt es gerade 3 Tokens. Und über diesen Real Chainist Presence Token, da kommen wir später nochmal zu. Aber bevor wir uns den angucken, zeige ich euch, wie man einen neuen Token auf unserer Plattform kreieren kann. Und zwar gibt es diesen Start Token Creation Wizard. Und jetzt ist das quasi, wo eine Community oder ihr auch kommen könnt, um einen neuen Token zu erstellen. Und es ist ein 7-schrittiger Prozess, den wir gerade haben, mit sehr vielen Designentscheidungen. Da werde ich jetzt nicht über ins Detail gehen, aber es gibt euch vermutlich einen kleinen Überblick, was es so ausmacht, wenn man einen neuen Token kreiert, worüber man sich Gedanken machen muss. Also dieser Prozess hier dauert vermutlich länger und ist nicht etwas, was man ein paar Sekunden macht. Aber vielleicht kreieren wir mal diesen Tree-Token. Das Symbol ist TRT, sagen wir mal. Und Short Description, plant a tree and obtain Token. Okay, so, jetzt haben wir schon mal so ein paar Metainformationen. Jetzt kann man sich überlegen, hey, ist der Token capped oder ist er nicht capped? Wenn er capped ist, bei welcher Zahl? Zum Beispiel, man weiß, Bitcoin, als wenn ja nur 21 Millionen Bitcoins jemals existieren. Hier kann man sich sowas aussuchen. Man kann zum Beispiel einen Token machen, der transferierbar ist, was eigentlich so Default ist, was sich die meisten vorstellen. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass ein Token
nicht transferierbar ist. Also ich kann ihn zwar bekommen und wenn ich ihn habe, kann ich nicht mehr weitergeben. Das könnte vielleicht zum Beispiel sowas wie als Reputation funktionieren oder sowas in die Richtung. Ne? Kann man diesen Token auch wieder zerstören? Was sind die Dezimalziffer? Also wie viele Stellen hinterm Komma kann so ein Token haben? Kann man jetzt hier alles eingeben? Ich sag mal, wir haben zwei Dezimalzahlen. Gehen weiter. Action Policy. Was muss man machen, um einen Token zu bekommen? Könnte man sich jetzt überlegen, wir sagen, plant a tree. Ich zeige euch gleich, was man genau machen muss. Und zum Beispiel könnte man sich jetzt ein System überlegen, dass diejenigen, die jetzt einen neuen Token bekommen wollen, eine kleine Gebühr zahlen müssen. Vielleicht ist das irgendwie ein Teil des Businessmodells von denjenigen, der diesen Token erstellt hat. Dann kann man es ja eingeben. Das lassen wir jetzt mal. Und ja, es wird jetzt auch schon sehr technisch, aber eigentlich ist das hier so ein bisschen der Kern unseres Systems. Und zwar, wie kommen neue Tokens in, ja, entstehen neue Tokens, ja? Und da gibt es halt die eine Möglichkeit, dass man, sag ich mal, beim Start des Systems ganz viele Tokens schon miterstellt, also quasi pre-mined. Oder man ermöglicht es, dass, wenn man etwas tut, dass man für diese Aktion ein neuer Token entsteht. Das ist quasi, woran ist die Geldentstehung geknüpft? Also etwas, was man jetzt hier einstellen kann. Und wir sagen, Token is mintable. Upsala. Und dann kann ich hier die Minting. Token is mintable. So, genau. Das wollen wir haben. Rest gehe ich jetzt nicht ein. Genau. Und jetzt kommt der Kern. Also ein zweiter Kern. Also wir sagen jetzt, dieser Token kann gemintet werden und Leute können Claim machen und wollen diesen Token haben. Aber wie beweisen die Leute, dass sie auch wirklich eine Aktion gemacht haben, die quasi ermöglicht, dass man diesen Token erhält? Da gibt es eine Reihe an Proofs oder Verifiern, wie wir nennen, haben wir uns überlegt. Ich werde jetzt hier nicht alle durchsprechen, aber zum Beispiel könnte man einen sagen, Picture Voting wäre zum Beispiel, wenn man ein Number of Users, ja, 360 Minuten, was heißt das? Wenn man jetzt einen Token kriegen möchte, muss man ein Bild schicken, zum Beispiel von dem gepflanzten Baum, also man muss physisch ein Foto machen, das hochladen und dann müssten jetzt drei User, die zufälligerweise ausgewählt werden, innerhalb der nächsten 60 Minuten bestätigen, dass dieser Baum auch wirklich gepflanzt wurde. So, das wäre zum Beispiel eine Art von Proof. Natürlich kann jetzt dieser Proof wieder angegriffen werden. Es könnte eine Collusion stattfinden. Man versucht irgendwie ein bisschen zu schummeln. Man kann es kombinieren mit anderen. Zum Beispiel, man könnte sagen, man muss auch eine bestimmte Location haben. Zum Beispiel, ja, aber das lasse ich gleich mal wieder. Ich glaube, hier Probleme geben könnte. Aber man könnte sagen, hey, nur wenn einer sich gerade in München befindet, kann er diesen Proof machen. Und da gibt es jetzt eine Reihe an Sachen. Natürlich kann man jeden dieser Verifier auch wieder ausspielen. Das ist auch, was Markus meint. Ne? Haben jetzt die Leute, halten sich an die Regeln oder nicht? Und das ist halt dieses komplexe System, wie kriegen wir jetzt Informationen aus der echten Welt auf die Blockchain? Mit diesen ganzen Oracles, das ist vielleicht manchen ein Begriff. Und das ist so ein erster Ansatz, wie man jetzt hier spielerisch neue Proofs hinzufügen kann. Man kann auch ganz neue Proofs, also die User können neue Proofs definieren und so könnte sich das System immer weiter elaborieren. Also uns ist durchaus bewusst, dass ja, jeder dieser Verifier hier irgendwie ausgespielt werden kann. Aber eine Kombination vielleicht macht es schwieriger und dann, wenn der Token auch nicht so viel wert ist, so kann man vielleicht ein Design finden, dass es sich nicht lohnt zu cheaten, so in dem Sinne. Ne? Das kann man jetzt rumspielen, recht viel. Wir gehen jetzt mal weiter. Sorcerers springen wir mal. Hier ist noch das Interessante. Und zwar kommt jetzt immer, aber wahrscheinlich stellen sich die meisten von euch jetzt die Frage, Markus hat erwähnt, hey, man macht jetzt so einen Tree-Token und der hat halt irgendwie Wert. Aber die Frage ist jetzt, warum hat dieser Token Wert? Und da könnte man sich jetzt ganz viele verschiedene Dinge überlegen. Aber zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel für so einen Tree-Token könnte sein, dass jeder, der einen Tree-Token besitzt, dass es eine Website gibt, eine öffentliche Liste, wo man sieht, wer am meisten Tree-Tokens besitzt. Markus hat 10, Christian hat 100, ich habe 2. Man ist quasi gerankt. Also es ist wieder ein bisschen Reputation, wer hat am meisten von diesen Tokens. Ne? Und das könnte man jetzt, sage ich mal, hier als ein external source vielleicht auch Value hinzufügen. Man könnte sagen, hey, hier ist eine Website und die Top 100 werden irgendwie gelistet. Und jetzt könnte es natürlich vielleicht Akteure geben, zum Beispiel über einen Konzern, der gern zeigen möchte, wie nachhaltig er ist, aber auch einfach Leute selber würden halt gerne auf diese Liste erscheinen und wollen diese Tokens haben. Und vielleicht pflanzen sie gar nicht mal selber diesen Token, sondern
tauschen den von jemandem, der halt diesen Token hat, viel. Also einer, der halt viele Bäume pflanzt. So. Und so bekommt dieser Token vielleicht einen Wert. So kann man sich viel, also man kann sich alles mögliche, man kann mit Lotterien arbeiten, dass vielleicht ein Token einen Zugang zu einer Lotterie gibt, die einmal im Jahr irgendwas ausspielt. Man kann also sich recht viel überlegen. Und hier kann man jetzt quasi Smart Contracts reinlinken in diesen Token, der quasi diesen Wert darstellt, wenn man das tun möchte. Finish, genau, jetzt stellen wir mal so einen Token. Create Token, gibt es 3 Schritte. Und für die User, für euch, die es kennen, jetzt poppt MetaMask auf, das ist quasi meine Verbindung zur Blockchain. Ich muss dafür bezahlen, dass ich jetzt diesen neuen Token erstelle. Und das ist ein 3-schrittiger Prozess, je nachdem, wie man den Token designt, da verschiedene Smart Contracts jetzt im Hintergrund deployed werden müssen. Das läuft jetzt im Hintergrund ab. Wir machen jetzt mal konkret, also der wird hier später erscheinen, den zeige ich euch dann gleich auch noch. Aber ich habe schon mal einen Token vorkreiert, einfach euch mal so eine Idee zu geben. Es gibt diesen Real Chainless Presence Token und es gibt den Chainless Presence Token. Und hier habe ich mir das Passwort nicht für gemerkt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt diesen Token und den kann man versuchen, jetzt zu bekommen. Also jeder, der von euch mitmacht gerade und irgendwie drin ist, könnte versuchen, jetzt hier auf Claim gleich zu drücken. Das ist auch im Hintergrund der Token. Kann jetzt hier auf Claim drücken. Und jetzt möchte ich diesen Token claimen. Das heißt, ich bin jetzt präsent in diesem Workshop hier oder diesem Meetup. Real Chain is present. Comment, ich bin da. Ist aber nur so ein optionales Feld. Submit. So, jetzt schwelle ich quasi sage ich dem System, hey, ich hätte gern diesen Token, weil ich jetzt hier da bin. So, es dauert jetzt ein bisschen. Wir sehen, sie werden gerade deployed. Diese einmal, ja, perfekt. So. Nein. Okay, das ist da. Naja, ich glaube, der Token ist noch nicht fertig, aber gut, doch, jetzt geht's auf. Ich glaube, es laggt gerade ein bisschen. So, 3. Das ist immer noch die Token Creation, die gerade abläuft im Hintergrund. Die ist jetzt durch. So, jetzt haben wir einen Claim gestellt. Ich hätte gerne diesen Real Chainless Presence Token. Und jetzt kommt genau das rein. Ich muss jetzt beweisen, dass ich hier teilgenommen habe. Und was ich gesagt habe, es gibt ein Passwort. Das Passwort teile ich euch jetzt mit. Und zwar heißt es Chainist 1122 Ausrufezeichen. Und Chainist groß geschrieben. Und wenn man das hier einträgt, Chainist, ich hoffe, ich tippe mich jetzt nicht. Ausrufezeichen, kann ich das jetzt submitten? Vielleicht einmal in Chat schreiben. Ja. Soll er nicht daran scheitern? Das ist zwar jetzt nicht ganz 100 Pro, aber. Ich komme gerade in den Chat. Komme ich jetzt in den Chat rein? Dann sag nochmal genau, wie es lautet. Chainist groß geschrieben und dann 1122 Ausrufezeichen. Genau. Hier kannst du mal gucken. So. Ich sehe gerade den Chat irgendwie nirgendwo. Aha, dann wird es schwierig. Ich weiß, ja, es ist halt ein bisschen. Aber ich glaube, das sollte klappen. Gut. so, jetzt habe ich hier die Antwort, also diesen Claim submitted. Es gibt hier noch einen zweiten Verifier drauf. Und zwar kann dieser Token nur einmal geclaimed werden. Also, wenn einer gleich den claimt und versucht, das ein zweites Mal zu tun, dann wird das immer automatisch rejected. Also, könnt ihr nicht. Das checkt das System. So. Sind die durch? Ja, no pending transaction. Jetzt gehe ich mal hier auf die Home-Seite und wie ihr seht, habe ich jetzt einen Real Chainless Presence Token. Vorher hatte ich halt einen Reputation Token, den habe ich jetzt gekriegt, den könnte ich jetzt verschicken. Und seinen Reputation Token zum Beispiel kann man nicht verschicken. Mal, wenn man den verschicken möchte, der ist nicht transferierbar. Das ist eine von den Optionen. Wie sieht sowas aus? Man könnte jetzt auf den Token raufgehen. Hier ist eine Smart... Hier ist die Kontaktadresse von dem Token. Das ist halt, ja, man könnte jetzt zu EtherScan gehen, sich den angucken, wer damit interagiert. Was ist der? Ja, hier Internal Transactions müsste jetzt meine, die ich gerade gemacht habe, mit dabei sein. Ja, das ist ein bisschen schwierig so. Es gibt auch, gut, bis jetzt gibt es, es gibt schon 4 Claims auf diesen Token. Also irgendjemand von euch wird vermutlich einen Claim schon abgeliefert haben. Ja, genau. Also das ist jetzt so eine kleine Übersicht gewesen, wie man so einen Token kreieren kann. Und allein das, was ihr jetzt hier gesehen habt, hat schon eine gewisse Komplexität. Vor allem, da
da wir schon die Governance mit drin haben im System, dass ich auch Nachrichten austauschen kann, all diese Sachen, können jetzt die Tokens herumschicken. Man kann ja auch mit QR-Codes arbeiten, das heißt, meine Adresse ist hier ein QR-Code, das könnte jetzt jemand anders einfach einscannen. Und genau, das ist so die Finfo Explorer App. Und ich hoffe, dass das jetzt so ein kleiner, knackige Übersicht war, wie sich diese abstrakten Konzepte teilweise, die Markus vorgestellt hat, konkret aussehen könnten. Und ja, damit würde ich zurück zu Christian geben und hoffentlich ganz vielen Fragen. Oh, vielen Dank dafür. Das war echt sehr viel Input auf einmal. Auch vor allen Dingen sehr viel interessanter Input. Ja, bei mir in meinem Kopf, da ist gerade so ein, wie nennt man das? Tut sich gerade sehr viel. Also zum einen muss ich sagen, Markus, von deiner Seite aus die Präsentation, was ich ja sehr interessant fand, war einfach mal zu sehen, was für eine Komplexität eigentlich so ein System mit sich bringt, also mit all den Dimensionen, die man umsetzen kann. Das war mir vorher auch nicht so klar. Auch sehr interessant, dass eigentlich jetzt im Hinblick darauf, dass zwischen Bitcoinern und Ethereans im Prinzip so eine Art, ich nenne es mal kleiner Streit existiert, was dann das Bessere ist, dass es eigentlich fast das Gleiche ist in dem Zusammenhang und dass wir noch viel mehr Möglichkeiten haben. Und auch sehr schön fand ich, oder was mir jetzt immer wieder auffällt im letzten halben Jahr, ist, dass das Buch von Meadows sehr oft zitiert wird. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in meine Bubble passiert, dass jetzt viele gerne über Komplexität reden, aber das stimmt einfach. Je tiefer man irgendwie versucht, irgendwo einzutauchen, desto mehr stellt man fest, dass man eigentlich sehr wenig weiß. Also im Prinzip das, was wir schon am Anfang hatten, bevor es hier losging, in der Diskussionsrunde oder in der Vorstellungsrunde, dass wir an sich alle nur an der Oberfläche kratzen. Also sehr cool schon mal in dem Punkt. Und auch, dass ihr dann sowas gebaut habt, dass man wirklich mal experimentieren kann mit Incentivierungssystemen. Aber bevor ich weiterzähle, gebe ich erstmal an die anderen weiter. Was sagt ihr dazu? Okay. Hi, erstmal vielen Dank für diese beiden sehr, sehr spannenden Vorträge. Ich finde es auch, was Christian gerade gesagt hat, ich finde es großartig, dass jetzt das Ganze aus dem rein technischen Bereich so langsam immer mehr ins Institutionelle hineingeht. Und ich habe auch den Titel des Lehrstuhls ist, glaube ich, Computational Social Science oder so. Ja. Das ist sehr spannend. Was mich in diesem Zusammenhang dann auch zu meiner Frage bringt, und zwar der wesentliche Teil sind ja hier Verhaltensannahmen die Frage, wie sich Menschen in bestimmten Situationen verhalten. Also im Grunde die Frage nach spieltheoretischen Designs von bestimmten Situationen, in denen sich bestimmte Menschen entsprechend bestimmte Annahmen über ihr Verhalten verhalten sollen eben. Und das ist auf der einen Seite total spannend, weil diese ganzen Designs, die wir ja in der wirklichen Welt sehen, sind ja im Regelfall evolutionär entstanden. Also da hat sich niemand hingesetzt und hat gedacht, okay, wie bauen wir jetzt so ein Anreizsystem, dass es funktioniert für diesen oder jenen Anwendungszweck, sondern das sind evolutionäre Prozesse gewesen, die auch bis hin zum Monopol von Zentralbanken geführt haben, aufgrund der, sagen wir mal, ökonomischen Situationen und Verhaltensannahmen, die zu dem Zeitpunkt, als diese Entscheidungen sich also evolutionär durchgesetzt haben, getroffen haben. Und deswegen hier jetzt auch mal eine Frage. Es ist total geil, dass man jetzt in so einer Situation verschiedene evolutionäre Designs mal durchspielen kann und mal zu schauen kann, wie kann das in der Zukunft potenziell auch anders laufen. Auf der anderen Seite aber eben auch die grundsätzliche Frage, ob das, was wir jetzt haben, inwieweit ist das eine Konsequenz, also inwieweit ist das monetäre System, das wir haben, eine Abbildung dessen, was wir als, ist das eine realistische Abbildung dessen, was wir als Menschen letztendlich brauchen? Ist das artangemessen gewissermaßen? Also ist das, was wir in diesem System sehen, etwas, was uns repräsentiert, oder ist das etwas, was wo wir sehr stark von geprägt werden? Und das ist das, wo ich glaube, aus meiner Sicht, dass der wesentliche Knackpunkt ist, wenn das System nämlich uns nicht in der Weise prägt, sondern das System eine Antwort auf
Fragen ist, die unser Verhalten und unsere menschlichen Verhaltensprobleme, ich sage jetzt hier Institutional Economics, Oliver Williams, Interest Seeking with Guile als Basis, wenn das der Grund ist, dann stellt nicht die Art von System, das existiert, die wesentliche, also wird sich dann so viel verändern, wenn man sozusagen andere Anreize baut, oder kommt man am Ende immer wieder dahin zurück, wo wir im Moment sind? Das ist, es war so viel, ich habe das auch noch nicht ganz klar in meinem Kopf, aber das, dieses Hände- und Ei-Problem zwischen Institutional Design und Verhaltensannahmen als Basis. Vielen Dank nochmal für diesen Vortrag. Sehr gerne. Ja, das war jetzt auch eine ordentliche Frage mit viel drin. Also wenn wir wüssten, dass es in der Vergangenheit so war, dass alle in der Gesellschaft gleichermaßen mitreden konnten, wie eine Institution gebaut wird und funktionieren soll, dann würde ich in das Camp gehören, das sagt, ja, heute haben wir das, was im Abbild von unseren oder als Ebenbild von unseren Wünschen, Bedürfnissen entstanden ist. Nur glaube ich einfach nicht, dass es so war. Überhaupt, also nicht im Ansatz und schon gar nicht bei Geld. Also ich meine, das würde jetzt noch eine größere Diskussion und so, was Geld ist, aber wenn man nur sagt, Geld ist ein Tauschmittel, das ist eine der Funktionen, die Geld hat, dann können wir zurückschauen und sehen, es wurde alles Mögliche verwendet als Tauschmittel. Sicher, irgendwie hat sich Gold mal als irgend so ein Standard durchgesetzt, und es gibt auch gute Gründe, warum das ist und so weiter. Aber es, von Muscheln zu Knochen zu Steinen verschiedenster Größe, alles war mal irgendwie oder Zeit in einer gewissen Zeit, an einem gewissen Ort ein Tauschmittel. Aber das, was wir heute haben, also was wir heute jetzt in unseren Gesellschaften haben und eigentlich in den meisten Gesellschaften auf der Welt, die Geldsystem haben, die haben mehr oder weniger alles dasselbe, ist ein Geldsystem, das darauf beruht, dass die jeweilige Regierung sagt, das ist das Geld, wie viel es davon gibt, legen wir fest, zusammen mit einer Zentralbank, die aufgrund von politischen Vorgaben sagt, es braucht jetzt mehr oder weniger. Und alle anderen, weil sie nicht Experten sind und weil das auch nicht jetzt ein Thema, oder wir wollen alles demokratisch organisieren eigentlich, aber Geld organisieren wir nicht demokratisch. Und das möchte ich, glaube ich, als persönlich, das möchte ich einfach mal zur Frage stellen, also zur Debatte stellen, warum wir das eigentlich nicht tun. Und falls wir das täten, also verwette ich hier meine Bitcoin-Münze, echt Blech, 10 Euro. Verwette ich meine Bitcoin, ja genau so eine, ja, du hast eh schon eine, gut. Verwette ich meine Bitcoin-Münze, dass wir nicht zu dem System kämen, wenn wir alle befragen würden und abstimmen würden. Ich hätte vielleicht noch einen anderen genau. Blickwinkel drauf, also noch mal abstrakt. Ich meine, am Ende ist es halt eine philosophische Frage auch, und ich denke, dass auf welchen Standpunkt man vertritt, ob jetzt die Vergangenheit deterministisch die Zukunft bestimmt oder ob es sowas wie einen historischen Moment gibt, der auch ermöglicht, wieder irgendwo hinzukommen, was man nicht deterministisch voraussehen kann. Und wenn das der Fall sein sollte, dann ist es wert, so etwas auszuprobieren. Genau. Das auf jeden Fall. Ich versuche es nochmal anders, vielleicht mal so den Grundteil meiner Frage. Also wie gesagt, ich finde es großartig, dass hier die Möglichkeit entsteht, eben tatsächlich institutionelle Designs durchzuprobieren und zu schauen, wie sie sich sowohl halt im Modell als eben dann auch in kleinen Modellen, also im rechnerischen Modell oder auch dann eben tatsächlich in kleinen Communities mal zeigen können, um zu sehen, verändert das wirklich? Also wenn ich jetzt mal diesen Baum nehme, den wir da pflanzen wollen, und die Frage stelle, da wird also sozial erwünschtes Verhalten belohnt auf die eine oder andere Weise. Da wird der Wert, den wir, also es wird versucht, jetzt ökonomisch gesprochen, positive, bisher externe Effekte zu internalisieren. Und da stellt sich dann halt immer, das ist das, wo ich jetzt wieder zurückkomme, zur Frage, warum schaffen wir es in dem bisherigen System nicht, diese Dinge zu bepreisen?
und eben dementsprechend auch zu internalisieren, weil ist tatsächlich das Anreizsystem, also ist das Geldsystem als unabhängige Variable so bedeutend für das Verhalten der Menschen, dass sie sich bei einem anderen monetären Design anders verhalten würden oder eben nicht? Das wäre halt die Frage. Wenn das so wäre, dann ist es auf jeden Fall jeden Versuch wert, das zu machen. Wenn es aber nicht so ist, dann wird es, glaube ich, dann am Ende auch nicht viel ändern an der Problematik, dass wir weiterhin sehr viele negative, positive, externe Effekte haben, die eben nicht bepreist werden und nicht internalisiert werden können. Meinst du, wir müssen die Antwort auf diese Frage wissen, bevor wir testen? Nee. Ist nicht die Tatsache, dass wir die Antwort nicht kennen, schon ausreichend zu sagen, wir probieren es aus? Und es gibt ja die Vermutung, zumindest wenn man aus den Komplexitätswissenschaften kommt, dass wenn man mehr Kontrollvariablen hat, dass es besser ist, also es besser ist für ein System, sich selbst zu organisieren und, sag ich mal, einen stabilen Zustand zu finden. Und dass ein System mit einem Parameter schlecht optimiert werden kann, also gesamtsystemisch gesehen. Und da könnte man vermuten, dass wenn man ein paar mehr Dimensionen hinzufügt, in denen man sich bewegen kann, dass man halt in einen stabileren Zustand gerät. Das wäre so eine Vermutung, und die man jetzt austesten könnte. Ja. Okay. Ja, aber in der Tat auch wirklich eine gute, interessante Frage, wo das herkommt. Also im Prinzip unser kollektives Wissen, unser kollektiver Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, Geld schafft oder die Art und Weise, wie wir das heute verwenden oder Geld uns dazu bewegt, uns so zu behalten, wie wir sind. Aber klar, aber ich glaube, aber ich meine, ich bin auch der Meinung, man kann das nicht wirklich sagen. Also man weiß es nicht, genau. Sorry, Ronald, du wolltest was sagen, ne? Ja, der Ronald und der Jakob, glaube ich. Ja, also ich denke mal, der eine Aspekt, also ich fand das auch erst nochmal super interessant, und wie es Christian geht, arbeitet da viel. Ich denke mal, der eine Aspekt, Tobias hat das ja schon kurz angesprochen, ist, dass natürlich auch in der alten Geldwelt sozusagen schon relativ früh aufgefallen ist, dass das irgendwie limitiert ist, und das Thema Internalisierung externer Kosten war ja eine Diskussion, die so vor 30 Jahren mit der Umweltbewegung kam, und der Versuch war, diese Fehlsteuerung innerhalb des Geldsystems einzufangen. Jetzt hier verstehe ich den Versuch, eine neue Geldwelt zu schaffen mit neuen Anreizsystemen. Sicherlich, also ist sozusagen auch durch die technischen Möglichkeiten jetzt getrieben. Am Ende bleibt für viele Menschen aber, und das kommt ja in dem Kontext Community Coins auch so zur Geltung, der sozusagen dieses Knappheitselement, das durch das alte Geldsystem abgebildet wird, der Zugang zu knappen Ressourcen wird zu einer ganz praktischen Herausforderung. Was hilft mir sozusagen der Baumcoin, wenn ich das Stück Brot, das ich brauche für meine Kinder, nur für das alte Geld bekomme? Also wir haben sozusagen einen heftigen Lock-in, und ja, der also dramatisch ist, ja, wenn man sich das mal anschaut. Und der natürlich, wie bei allem, was mit Netzwerkökonomie zu tun hat, in der Regel natürlich für das große System arbeitet und nicht für das Neue oder den Aufbau des Neuen ganz stark behindert. Ich weiß, also das wäre vielleicht die erste Frage. Ich schließe gleich noch eine zweite an, aber das wäre die erste Frage. Wie schaut das aus eurer Sicht aus in dieser Koexistenz? Ja? Wie habt ihr euch da schon Modelle überlegt, wie man das lösen könnte? Ja? Und es nicht einfach umzutauschen, ja, weil dann ist man am Ende ja dann doch wieder im alten System. Die zweite Sache ist, auch Tokensysteme außerhalb der Geldwelt gab es ja vorher schon. Also zum Beispiel der Orden. Ja. Du kriegst einen Orden umgehängt, und ich meine, es gibt Systeme, gerade im militärischen Bereich, Leute sterben quasi, ja, oder haben riskiert, dass sie sterben, um diesen Orden zu bekommen. Vielleicht nicht nur, aber sagen wir mal, vielleicht war das auch zumindest ein Anreiz. Und man hat dann gemerkt, der Ostblock ist zusammengebrochen, und man konnte diese Orden, für die vielleicht jemand fast gestorben ist, auf dem Flohmarkt in der Grabbelkiste suchen. Also auch die Frage, was löst denn dieser Token aus, ist doch ein extrem variabler. Und
der Wert sozusagen, der diese Baumcoin hat, ja, also sagen wir mal, ich frage mich eben, wie entsteht am Ende dieser Anreiz dann aus diesem parallelen System, wenn er nicht einfach umgerechnet wird in die Fiat-Währung? Jetzt mal vielleicht ganz platt so. Ich würde, glaube ich, was zur ersten Frage kurz was sagen wollen. Und zwar, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, diesen Link zum Zerbrechen zwischen der Finanzwelt oder dem Finanzsystem, so wie es jetzt gerade ist, und diesen neuen Tokens. Und ich vermute, dass dennoch trotzdem all diese Unterbrechungen wahrscheinlich auch immer ausgetrickst werden könnten. Und aus diesem Hintergrund heraus ist das schon eine sehr große Gefahr, die du da so schreibst, meiner Meinung nach. Was heißt Gefahr? Oder sag ich mal, etwas, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Und was auch geschehen könnte, ist natürlich, wenn es diese ganzen Tokens gibt und die reingelinkt werden in das traditionelle Finanzsystem, dass eigentlich viele Bereiche, die aktuell nicht ökonomisiert sind, halt ökonomisiert werden. Also zum Beispiel aktuell helfe ich meiner Nachbarin vielleicht einfach so und bringe ihr was zu essen vorbei und helfe ihr im Garten und sie kommt zu mir und passt auf die Kinder auf, die Geschichte. Und es könnte natürlich sein, dass das irgendwann, wenn wir jetzt für alles Tokens haben, für all die sozialen Interaktionen, dass am Ende wir nur noch Sachen tun, vielleicht mal nur noch mit Bedingungen und nicht mehr bedingungslos. Und da besteht natürlich eine Gefahr. Das ist natürlich eine normative Frage, ob man es überhaupt möchte oder in diese Richtung, ne, ob es überhaupt hingehen kann. Und wie man es jetzt unterbricht, es gibt natürlich konkret Sachen. Es gibt zum Beispiel sowas wie eine Tobin-Tax oder solche Sachen, dass man, wenn man Tokens tauscht, dass halt eine Steuer anfällt, dass vielleicht es weniger sexy macht, Sachen hin und her zu tauschen. Aber es wird auch immer Schwarzmärkte vermutlich geben. Jetzt kann man natürlich versuchen, das auf der Blockchain halt irgendwie zu verhindern. Und da gibt es wieder verschiedene Arten von Blockchains. Manche sind privacy-preserving, manche nicht. Und man kann natürlich sagen, ein Token hat irgendwie ein Gedächtnis. Und wenn er halt einmal durch die Hände von jemandem gegangen ist, der Kinderarbeit betrieben hat oder eine traditionelle Finanzdienstleistung getan hat, verliert er einen Wert. Und dann versucht, also, aber das ist natürlich alles am Ende immer eine Geschichte, ja, wie ist das durchsetzbar? Ne? Und da gibt es natürlich Gefahren, muss man halt gucken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Sachen gibt, wo man auch gar keinen Token für haben sollte. Ne? Also das ist auf jeden Fall so. Das ist keine richtige Antwort, aber es gibt, ja, genau. Also ja, ich werde auch keine richtige Antwort geben, kann ich schon gleich sagen. Das Spannende ist, wir waren noch nie in der Situation, dass wir uns diese Fragen stellen konnten, weil wir noch nie wirklich, also wir jetzt mal alle von uns, die Option hatten, irgendwas zu designen, das sich dann auch durchsetzen könnte. Also worauf ich raus will, ist, statt dass wir, also wir können die Diskussion führen im Sinne von, ja, man kann sich einen Token überlegen mit bestimmten Regeln und die Regeln erlauben dann was oder nicht und dann hat der Token vielleicht Wert oder auch nicht so richtig und am Schluss kriege ich halt ein Brot dafür oder ich kriege es halt nicht. Und da gibt es mehrere Dinge dazu zu sagen. Das erste ist, ich möchte viel lieber darüber reden, wie wir Token-Wettbewerb schaffen. Und natürlich, der Wettbewerb besteht dann auch in unterschiedlichen Regelwerken pro Token, aber dass wir überhaupt Währungswettbewerb im eigentlichen Sinne kreieren und es möge sich doch bitte das Beste oder die Besten durchsetzen. Ob jetzt in 10, 20 Jahren es nur noch eine Kryptowährung gibt oder viele, ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, es wird irgendwo, also es wird nicht nur eine geben, aber es wird jetzt auch nicht einen beliebigen Wust geben, das denke ich auch nicht. Wir können verschiedene Sachen zwischen Netzwerkeffekt und anderen diskutieren, aber wir brauchen, und das geht eben heute nicht, dieser Markt zwischen den Währungen, es gibt schon Währungswettbewerb, aber das ist was ganz anderes heute als das, was ich meine, sondern die großen Blöcke konkurrieren einfach und nutzen auch ihre Währung dazu. Ich reduziere einfach quasi den relativen Preis meiner eigenen Währung, um meine Exporte zum Beispiel nach außen zu verbilligen. Und so entstehen Währungskriege, Handelskriege, bla 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 bla. Und das ist ja gar nicht so weit weg aktuell, oder? Zwischen China und den USA.
Der Punkt ist aber, die Regeln, zu denen gespielt wird, die haben wir uns nicht alle zusammen schön demokratisch ausgedacht, wie die Kanzlerin und der Kanzler wählen wir alle 4 Jahre. Sondern die sind durch Regierungen entstanden. Und manche Regierungen lassen mehr Bürger mitsprechen und manche Regierungen lassen relativ wenige Bürger mitsprechen, wie sie ihre Regeln machen. Also Ich würde noch weitergehen. Ich würde sagen, das war nicht nur, also in den letzten 30 Jahren Zentralbankpolitik ist man ja sogar davon abgekommen, dass das die Regierungen machen. Da kommt man jetzt ja so langsam erst wieder hin. Das war ja tatsächlich so, dass man gesagt hat, Unabhängigkeit von Zentralbanken, und das sind dann am Ende Lehrstühle für Finanzpolitik hier und da, die am Ende diese Entscheidung getroffen haben. Das war noch weiter weg von der Demokratie als nur die Regierung. Und heute, und schon heute, und jetzt sind wir ja erst im Jahr 12 von Bitcoin und weiß nicht genau, 6 von Ethereum und dann kleiner 2 für alle anderen oder so. Also wir haben dieses Bitcoin, das da ist, das jetzt inzwischen echt fast alle schon mal gehört haben. Dann, ja, gibt es Ethereum und es gibt die ganze neue Kategorie von sogenannten Stablecoins, die versuchen irgendwie so wie Fiat zu sein, weil es wirkt besser, wenn man sagen kann, ist so viel wert wie ein Dollar. Und dann jetzt more recently kommen die gleichen Zentralbanken und sagen, ja, wir machen jetzt auch digitale Currencies. Und quasi jede Finanzinstitution und jede Zentralbank auf der Welt, die was auf sich hält, hat inzwischen so ein Papier draußen, wo sie irgendwas designen, was in der Regel nicht viel mit Krypto zu tun hat, aber halt im Gleichen, es ist ja relativ schwierig, das so auseinander zu klamüsern. Das braucht ja Zeit und ist ja komplexe Materie. Das sind aber, also, es macht für mich einen Riesenunterschied, ob ich in 5 Jahren primär mit einem E-Euro zahle oder zahlen muss oder ob ich mir das selber aussuchen kann. Und ob das dann Ether oder Bitcoin oder irgendwas anderes ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber worauf ich raus will, ist, wir brauchen, also warum soll es nicht Vielfalt gehen? Wenn ich hier um die Ecke in den Supermarkt gehe, kann ich aus 125 Joghurtsorten auswählen. Brauche ich nicht, will ich nicht. Aber mindestens 25 will ich. Beim Geld habe ich keine Chance. Ich wohne an der Grenze zur Schweiz. Wenn ich mich 500 Meter in die Richtung hinter mir bewege, überquere ich den Rhein und bin in einem anderen imaginären Konstrukt, nämlich einem anderen Staat. Mit komplett anderem Regelsatz. Wieso? Wir sind erst dabei zu lernen, dass Geld mit Geografie nichts zu tun hat. Das war in der Vergangenheit so, weil alles physisch war und die mit den größten Muckis und den größten Hellebarden konnten die größten Goldkistchen aufbewahren. Aber das ist heute einfach nicht mehr so. Es ist sogar noch krasser, weil wenn man jetzt sagt, Bitcoin ist so ein bisschen Pionier in der ganzen Geschichte, diese Erfindung ermöglicht tatsächlich dem kleinen Mann und der kleinen Frau, ich sage jetzt mal, in einen Wertspeicher was abzulegen, der nicht durch jemand anders kontrolliert werden kann. Das gab es so noch nicht. Selbst Geld wurde im Extremfall konfisziert in den USA zum Beispiel. Und so. Also wer die Regeln macht, ist eine zentrale Frage. Und was uns der Crypto-Space ermöglicht, ist, dass die Regeln, dass das Machen der Regeln nicht mehr in der Pyramidenspitze stattfindet, sondern in einem, vielleicht ist es nicht ganz flach, aber es ist flacher und es ist je nach Design inklusiver. Und da wollen wir hin. Und dann können wir auch sagen, okay, wenn dann quasi mit gleichen Maßen gemessen wird, dann kann sich vielleicht tatsächlich das beste Kryptogeld in irgendeiner Form durchsetzen. Und das ist total neu. Und zu der zweiten, zu der Wertfrage mit dem Orden und dann Wert ist subjektiv, weil Nachfrage subjektiv ist. Angebot ist nicht subjektiv, Angebot ist objektiv. Es gibt eine bestimmte Anzahl von irgendwas. Ob ich da von mehr oder weniger erzeugen kann und ob das schwierig oder einfach ist, ist nochmal eine andere Diskussion. Das hängt ja vom Ding ab. Aber der Orden war, es ist, finde ich, ein super Beispiel für einen Non-Fungible Token, oder?
Ich habe überhaupt nichts davon, wenn mein Vater einen Orden bekam, irgendwann mal. Ich kann den aufbewahren, weil er von meinem Vater ist, hat er für mich einen gewissen Wert, aber nicht einen Geldwert, sondern einfach so. Jetzt kann aber ein Sammler um die Ecke kommen und sagen, genau den Orden brauche ich gebe dir 500 Euro dafür. Und ich sage, nee, weil es der von meinem Vater. So viel Geld kannst du mir gar nicht geben. Und es macht, jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob das irrational ist oder rational oder nicht. Wert ist subjektiv, weil Nachfrage subjektiv ist. Und jeder von uns hat eine andere Meinung, auch zu verschiedenen Zeitpunkten eine andere Meinung zu, oder? Keine Ahnung, wie jetzt das, wer mir wie viel Euro für dieses Ding da geben würde. Und warum? Und darum brauchen wir uns vielleicht nicht über eine Wertdiskussion. Und da sehe ich eben auch das Potenzial, dass wir verschiedene Tokens haben, die verschiedene Wertkonstrukte repräsentieren. Und weil die Regulierung nicht zentral ist, man muss ja nicht mitmachen. Wenn ich den Tree-Token shitty finde, dann lasse ich ihn. Mache ich was anderes. Jakob? Mein Gedanke war, ob ihr euch auch schon mit dem Thema Privacy beschäftigt habt. Also wenn die Token sozusagen oder das Geld da immer näher in Richtung bestimmte Handlungen rückt, also sei es jetzt den Baum pflanzen, es kann aber auch sein, irgendeine andere Tätigkeit, wo man eben von dem Token auf eine Tätigkeit, auf eine Mitgliedschaft, auf was auch immer schließen kann. Ja. Da war mein Gedanke jetzt, dass das vielleicht ein Datenschutzthema sein könnte, dass ich vielleicht nicht will, dass mal die Leute, bei denen ich den Tree-Token verdient habe, die sollen vielleicht nicht sehen, dass ich auch eine Harley-Davidson-Token habe und irgendwie ein Benzin-Motorrad fahre. Ja, also vielleicht mag der Ben gleich noch ein bisschen eine technische Antwort auch geben zum Thema Privacy und was man heute kann im System, weil wir, das ist auch eine Frage, welche Ressourcen wir haben, das ist ein Forschungsprojekt. Aber grundsätzlich absolut richtig. Und wollen tun wir das alles nicht, natürlich. Das System ist völlig anonym zu benutzen. Du kannst hin, du registrierst dich. Du lädst dir diese digitale Wallet, dieses MetaMask runter, das ist eine Krypto-Wallet, die besteht eigentlich nur darin, dass sie dir kryptografische Schlüssel generiert und dann kriegst du ein Ding mit 12 Wörtern, die speicherst du gut irgendwo ab, außerhalb des Systems. Und du brauchst kein Login, keine E-Mail-Adresse, nichts. Du bist einfach nur eine kryptische lange Nummer, die mit 0x anfängt und weiß nicht, 34 Zeichen oder so hat. Und wenn du niemandem sagst, dass das du bist, dann weiß das auch niemand. Klar, wenn du das System viel benutzt, und das ist ein großes Thema in der Bitcoin-Welt, wo das genauso funktioniert, dann kann man mit gewissen statistischen Methoden und wenn du größere Beträge irgendwie systematisch, weil du ein Mensch bist und nicht Zufallszahlen verschickst, sondern runde Beträge wie 1000 Bitcoin oder so, kann man je nachdem, nach deiner Aktivität vielleicht was schließen. Und das wird auch versucht und je größer die Beträge sind, umso mehr wird da auch reingesteckt. Aber ganz grundsätzlich liegt es an dir, ob du offenlegst. Und da muss mir Ben unter Umständen ein bisschen helfen, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich glaube, wenn du in deiner, also andere können nicht sagen, welche Token-Beträge aus verschiedenen Tokens zu deiner Wallet gehören. Ich glaube, das geht nicht, aber da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Also wenn du jetzt, was hast du gesagt, sagen wir 10 Tree-Tokens und 5 Harley-Davidson-Tokens hast und ich sonst nichts weiß, dann kann ich nicht rausfinden, ob dieselbe Adresse diese beiden Token, ja, obwohl doch, wahrscheinlich schon. Also Ben, sag mal. Ja, doch, das geht schon, wenn du halt ja weißt, wo nach welchen Token du schaust, dann kannst du schon rauskriegen, wer den da besitzt und dann würdest du das entsprechend zusammenführen. Okay, also gut. Das ist ja es gibt Registry. Aber auch, was wir nicht gemacht haben, weil das auch eine Know-how-Frage ist und eine Ressourcenfrage und auch andere noch nicht so richtig gut gelöst haben, du kannst schon das auch alles verschlüsseln. Es erschwert nur die Handhabung. Also einerseits erschwert es auf der Entwicklerseite und andererseits, wenn in einer Transaktion, also jetzt steht in der Bitcoin-Transaktionszeile, Ben schickt Markus 0,0001 Bitcoin. Also zwei Zahlen, oder? Nicht Markus und Ben. So, ich kann das alles lesen. Und wenn ich es jetzt aber schaffe, diesen String
auch zu verschlüsseln, dass da nur noch irgendwas drin steht, dann bin ich natürlich einen Schritt weiter, aber das ist eben dann nicht so einfach zu hantieren, weil das halt dann auch Werte sind, die man dann vielleicht ab und zu rückwärts doch bräuchte und so quasi in Reintext wieder bräuchte und sie aber nicht hat und so weiter. Das verkompliziert das ein bisschen. Aber es ist, wird aktiv beforscht und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das in ein paar Jahren in einem FinFonds-System auch einbaut. Ich glaube, der Florian hat noch eine Frage und dann die, ich habe den Namen gerade nicht, fällt mir, CB? Caro. Caro, genau. Florian? Caro, ich lasse dir gerne den Vortritt, weil ich glaube, meiner ist dann vielleicht so ein bisschen, bricht den Rahmen vielleicht ein bisschen, werde ich rausfinden. Okay. Danke. Ja, ich habe mal so zum Thema soziale Ungleichheiten, wie dieses neue System, sozusagen die neue Logik, Ungleichheiten auch verringern könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich habe mehr Ressourcen, um einen Baum zu pflanzen, oder ich kann sagen, ich fahre mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit, aber es gibt ja sehr viel ärmere Menschen, die eben nicht diese Möglichkeiten hätten, und dann wäre die Überlegung, gibt es sozusagen auch negativ Credits oder Coins, wo man sagt, die Leute, die halt zum Beispiel mehr Ressourcen haben, die fliegen sehr viel mehr, dass sozusagen diese Ungleichheiten auch verringert werden durch die neue Logik. Ist das ein Thema? Also wir haben uns am Anfang, und das Wort fiel ja vorher auch schon, lange darüber Gedanken gemacht, wie wir das mit diesen Externalitäten machen, oder? Du kannst versuchen, negative Externalitäten, also schlimme Sachen, zu sanktionieren mit irgendwie Tokenabzug oder irgend sowas. Oder du kannst positive Externalitäten, positive Actions anreizen, indem du dafür Tokens gibst. Und wir haben eine Weile lang versucht, beides zu machen und haben dann aber noch in der Konzeptionsphase uns entschieden, uns auf die positive Seite zu fokussieren. Mit dem Hauptgrund, dass wir ja ein Opt-in-System anbieten. Wir sind ja nicht die Regierung in China, die allen sagen kann, jetzt gibt es den digitalen Yuan und that's it. Sondern es steht ja frei. Und wenn du jetzt aber, das kannst du dir vorstellen wie ein Videospiel, wenn du jetzt mitmachst und mit einer CO2-Bilanz von minus 150 startest, vielleicht hast du gar keine Lust mitzuspielen. Und uns ist es aber wichtiger, du spielst mit und bewegst du dich gegen die Null oder gegen das Positive, als dass du gar nicht mitmachst. Also, langer Rede, kurzer Sinn, wir können nicht so einfach sanktionieren. Es gibt schon zu späteren Stadien, zum Beispiel bei diesem Voting-Geschichte, da kann man schon Governance-Tokens auch verlieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, es wäre auch kaum zu kontrollieren, natürlich. Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir fokussieren uns auf positive Aktionen, die wir belohnen, und nicht auf Sanktionen für negative. Danke. Ja, wenn ich darf, würde ich ein paar Punkte erfahren. Also für mich war das jetzt, mein Gehirn versucht gerade noch nachzukommen, es ist extrem gerade für mich. Grundsätzlich kenne ich mich so ein bisschen aus, so was die breite bis mittlere Masse weiß. Und für mich, ich habe immer so eine Doppelrolle, ich bin immer so der Vermittler zwischen Wissenschaftlern, Künstlern und Businessleuten. Das hat sich in meinem Leben so als Rolle rauskristallisiert. Und interessant war jetzt für mich einfach, weil das Projekt, das ihr habt, ist so unglaublich spannend für andere Bereiche auch, und durch das Internet und solche Foren wie hier bei Meetup gibt es die Möglichkeit, davon überhaupt erstmal zu erfahren. Sonst müsste man sich durch irgendwelche Papers arbeiten. Wer macht das? Ja. Die Frage ist, inwiefern es für Künstler und Kreative die Möglichkeit gibt, an so einem Projekt zu partizipieren, und wie nachhaltig das Ganze ist. Also so einen interdisziplinären Austausch herzustellen, der nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, wie soll ich sagen, jetzt für jeden das Beste rauszuholen, sondern in dem Sinne eures Modells Modelle durchzuspielen. Also ihr braucht ja eigentlich mehr Teilnehmer,
damit sozusagen dieses Experiment funktioniert. Und es gerade im kreativen Bereich sind Leute da einfach viele, die sehr tief gehen wollen und können, aber diese Gatekeeper-Funktion, an der scheitern einfach. Ja. Also Gatekeeper gibt es ja in dem Sinne nicht, sondern es ist einfach nur dieses Kommunikation von euch, dass es euch gibt, so wie ich auch von der Caro nicht wusste, dass es die gibt und so weiter. Also es sind so, wie schafft man so eine Art von gezieltem Austausch? Wie habt ihr das bei euch mit integriert? Also wie macht ihr das Experiment bekannt? Vielleicht bin ich doch zu spät eingestiegen. Voll den Schwachpunkt erwischt. Marketing. Das ist der schwache Teil der Antwort. Der bisschen stärkere Teil der Antwort ist, wir hätten uns vor exakt einem Jahr treffen sollen und diese Diskussion haben, weil für 2020 hatten wir, Feldtests geplant und hatten auch verschiedene Partner, also verschiedene, es gab so ein Time-Banking-NGO, eine Community in Berlin, aber auch in WWF und so. Und leider hat sich alles nicht zuletzt wegen Corona ziemlich zerbröselt. Die Time-Community, die Time-Banking-Leute sagten, unsere Elternherrschaften treffen sich jetzt überhaupt nicht, wir können gar keine Zeitguthaben, also es ist gar kein technisches Problem, sie treffen sich nicht und dann findet das auch nicht statt. Und so weiter. Also mit anderen Worten, du hast vollkommen recht und das ist genau der Schuss ins Schwarze. Die nächste Stufe muss sein, müsste sein, muss ich leider sagen, Feldversuche. Also wirklich Communities zu finden, die sagen, hey, coole Sache, wir wollen das ausprobieren. Ob es funktioniert oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir möchten es ausprobieren, weil wir es spannend finden und uns einbringen möchten. Also ich habe drei oder es auch für uns entdecken möchten, wie auch immer. Also ich habe drei Communities, die ich euch ans Herz legen will. Das eine sind die angewandten Kreativen wie Design etc., die sich gerade auch online verstärkt vernetzen weltweit und versuchen über Vertrauenskontexte sozusagen sich gegenseitig Aufträge zu vermitteln und auszutauschen. Die sozusagen Vertrauenssysteme bilden und das sind dann so Mitgliedschaften, die man haben kann. Ich kann da nur sehr empfehlen, The Future mit ohne E geschrieben von Christo. Das ist so ein Netzwerk, die sich da sehr stark engagieren, einfach Wert zu vermitteln und Leute zu emanzipieren praktisch in ihrem Feld. Und interessant daran ist, dass da eben Leute dabei sind von China bis Indien, Deutschland, alles dabei. Das heißt, es sind sehr internationalisierte Gruppen von gleich like-minded people sozusagen, die auf solche Systeme eigentlich angewiesen wären, wie bei euch, oder für die das sozusagen wie maßgeschneidert ist. Ja? Ja. Und solche Communities, das sind jetzt bestimmt nicht die, das ist das, was ich kenne, solche Communities gibt es jetzt eigentlich einige, ja. Und die machen das dann so, dass die so eine Clubmitgliedschaft machen und sagen, okay, für alle, die interessiert sind, kommt zu uns. Und solche Gruppen direkt anzusprechen, wäre, glaube ich, eine gute Sache. Da gibt es bestimmt einige. Cooler Input. Vielleicht magst du uns ein oder zwei Links in Chat schreiben. Zum Beispiel das Future, was du gerade gesagt hast oder so. Ja, und das andere ist halt Künstler generell, also es gibt jetzt nicht nur die Künstler, die irgendwie was Bildhaftes darstellen, ich meine schon die zeitgenössischen Künstler, die sich mit solchen Themen selbst beschäftigen und so Fragen selber stellen in dem Kontext. Da gibt es, wie ich vorhin gesagt habe, solche Plattformen wie SuperRare und solche Geschichten, die jetzt allerdings auch nur so einen Hype haben. Aber dahinter gibt es schon auch Leute, die das einfach sehr, sehr inhaltlich interessiert und die sagen, was ist denn da, was thematisiert das Ganze denn und der Austausch und der Kontakt mit euch, glaube ich, helfen will, um erstens fundierteres Wissen zu bekommen, weil wir sind, also jetzt wenn ich jetzt hier sage, sind Künstler und wir sind an dieser Schnittstelle. Also das heißt, schaut, das würde ich generell Wissenschaftlern gerne sagen, schaut auf die Gatekeeper zu anderen Bereichen, die so eine Art Transmitterfunktion haben, ja. Und das Ganze einfach multiplizieren können und so ein Access, also Gatekeeper ist die falsche Formulierung, das ist eher sowas wie Zugang zu generieren. Und was die machen, Knotenpunkte. Knotenpunkte.
Und letztendlich ist alles, was vorhin diskutiert wurde, sehe ich in so vielen Bereichen wieder, in welchem Bereich auch immer, Business, Startups, die sich da neu entwickeln wollen und ihre Werte hinterfragen. Die aktuelle Zeit ist einfach die Zeit, wo Sachen neu entstehen und man gezwungen ist, sich neu zu erfinden. Das heißt, sowas wie das hier oder generell Blockchain-Technologie sind echte Chancen und da sind Leute, die das brauchen. Wichtig ist immer, den Kontext zu generieren. Und der Kontext ist tatsächlich das, wo die Leute dann den Wert ablesen können. Und diese Kontextgenerierung, die fehlt mir, wenn ich das inhaltlich sagen darf, in eurem System. Ihr habt das einmal durchgespielt mit dem Tree-Coin, der Tree-Token, was genial ist, weil so kann man das sozusagen den Kontext für sich abstrahieren und auf sein System anwenden. Und davon, von dieser Kontextgenerierung, bräuchtet ihr eigentlich noch viel mehr sozusagen. Im Business-Deutsch wäre das Use Cases oder sowas. Ja, ja, genau. Wir haben in einer Vorlesung, in der Digital Sustainable Vorlesung vor 2 Jahren oder so, oder einem Jahr, mal eine kleine Studentengruppe alle SDGs durchgehen lassen und sich überlegt euch ein Token für pro SDG so. Aber klar, du hast völlig recht, das könnte man noch viel mehr machen. Und das ist unsere, also ich glaube sogar, das muss unsere Schwachstelle sein, weil wir können ja nicht jetzt, nur weil wir das System gebaut haben, kennen wir die ganzen Bereiche und ihre Herausforderungen dadurch ja nicht. Wir haben extra versucht, ein generisches System uns auszudenken und zu entwickeln, das verschiedensten Gruppierungen für verschiedenste Kontexte und Ziele was an die Hand gibt. Die Folge davon ist, dass es eine gewisse Komplexität trägt. Würden wir treecoins.org machen, dann wüssten alle auf einem, Treecoins, okay, cool, tak, tak, tak. Und so Projekte gibt es, oder? Die haben dann einen Token, der was Gutes tun soll oder tut und that's it. Und dann versuchen sie vielleicht noch irgendein Geschäftsmodell natürlich zu finden, dass sie im nächsten Jahr auch noch da sind. Und wir haben halt versucht, eine Plattform zu bieten, die es allen ermöglicht, mit welchen Designs auch immer, um die Ecke zu kommen. Und ja, also dass unser Marketing und die Ansprache, also ja, wir sind aber auch kein Startup im Prinzip. Wir waren ein Forschungsprojekt, das halt auch eine Agenda haben muss und die muss sie dann auch erfüllen und dann ist es das aber auch wieder. Also das sagt keiner, ihr braucht in den nächsten 3 Jahren 500.000 User und dann geht es irgendwie weiter und dann investieren wir oder was auch immer, oder? Das sind gar nicht die Punkte. Also ich freue mich einfach, das jetzt kennengelernt zu haben. Das ist einfach ein Riesen, was ich einfach auch in meiner Community, soweit ich das kann, sharen werde und wie verrückt. Ja? Also das ist dann sowas, man freut sich, dass man das entdeckt hat. Und ich will einfach nur sagen, es gibt einfach Künstler, die sich die Fragen stellen wollen. Und es ist immer die Frage des Kontexts, was für mich relevant ist. Ja? Ob das der Orden ist, das ist der Kontext des Großvaters, der für den Sohn nicht mehr gilt, weil der einen anderen Kontext hat. So sind wir heute in der Zeit, wo die Kontexte sich so schnell ändern. Und wir innerhalb von einem Leben so viele parallele Kontexte für uns selbst haben, auch was arm-reich angeht. Ich will das einfach nur in diese Perspektive setzen, dass diese Sachen alle parallel gerade ablaufen. Mhm. Und das eine unglaubliche Überforderung darstellt auf der anderen Seite aber auch eine große Chance. Ich bin froh, ich freue mich, euch gefunden zu haben, würde gerne im Kontakt, im Loop sozusagen bleiben und freue mich auch, wenn andere gerne Kontakt aufnehmen wollen. Und cool, vielen Dank, Florian. Also, was ich sagen kann, das, was euch Marc zeigte, das läuft tatsächlich. Das ist da und es kann benutzt werden. Warnend dazu muss ich aber auch sagen, dass das offizielle Forschungsprojekt diesen Monat zu Ende geht, nach 3, irgendwas Jahren. Es war auch länger, als es ursprünglich geplant war, konnten es auch verlängern, haben und so weiter Funding bekommen. Aber das eigentliche Forschungsprojekt ist tatsächlich erstmal zu Ende diesen Monats. Das heißt nicht, dass die Webseite am 1. Februar nicht da ist, das bleibt alles fürs gesamte 2021 und also ist es quasi der Betrieb, der technische Betrieb der Webseite ist finanziert. Allerdings
müsste man meinen Prof oder unseren Prof angehen und sagen, ja, hier ist wirklich Nachfrage und könntet ihr da ein was auch immer Nachfolgeprojektchen draus machen, dass es auch weiterentwickelt wird, dass es einen Ansprechpartner gibt, dass es, oder wir haben einführende Webinare gemacht, die wir aufgezeichnet haben. Das gibt es alles. Also es gibt die Möglichkeit, sich selbst onzuboarden, aber es ist natürlich steil, oder? Es ist steil. Ich kann es nicht anders sagen, es ist steil. Das wäre der Weg vorwärts. Und die Plattform, so wie sie gezeigt wurde, ist da und kann auch so benutzt werden. Sie kann aber auch kopiert werden quasi und selber betrieben werden. Also es geht das, ja, das wäre meine Frage gewesen. Also es ist alles Open Source, wenn du das meinst. Ja. Genau. Ja. Findet man auf der Webseite von euch. Genau, ich habe den Link von www.fin4. Wir sind, glaube ich, durch gleich. Fin4.net gepostet. Da findet ihr ein paar Buttons zu Videos, zu Texten, zum Source Code, zu Demos, also zu allem. Wenn ihr dort rein, es gibt auch ein nettes E-Book, so ein bisschen ein Clicky-Bunti-PDF, wo ich glaube, es ist zwar leider immer alles noch auf Englisch, aber es ist nicht primär für eine Wissenschafts-Community gedacht. Und es soll in den nächsten, wir haben es heute diese Woche abgeschickt, in den nächsten, sage ich mal, 1-2 Monaten, hoffe ich, ein Buch bei Springer rauskommen, zu dem ganzen Finance 4. Und es wird auch Open Access sein. Ich weiß nicht die Details, aber es wird Open Access sein, früher oder später. Also nur ganz kurz zum Abschluss von mir. Es gibt halt so einen Bereich des Kunstmarkts, ja, wo einfach mittlerweile in Tax-Harbors Kunstwerke gelagert werden, die nicht mehr ausgepackt werden. Also Kollegen von mir kaufen ihre Arbeiten, die sind reine Spekulationsobjekte, die sieht keiner außer dem Künstler sozusagen. Die sind dann nur noch wie Aktien, dort werden die gelagert. Dagegen sind halt viele Künstler ohne Geld, stehen die da. Ne? Ja. Und die Künstlergemeinschaft möchte eigentlich für was sorgen, wo eine Nachhaltigkeit entsteht und diesen ultraspekulativen Kunstmarkt, der Millionen, Übermillionen an der Spitze generiert, wo auch viel einfach blöd passiert, was entgegensetzen können. Das ist so eine Variante von vielen, vielen Bereichen, wo Künstler konkret was machen möchten. Ja? Und das andere ist, natürlich seid ihr Wissenschaftler, ihr sollt aus der Tiefe schöpfen, so wie wir Künstler das sind. Es braucht nur mehr Leute, die eben diese Transmitter-Funktion mittlerweile haben. Ja. Und das wäre cool, wenn das sozusagen bei Wissenschaftsprojekten und bei Businessprojekten irgendwie mitgedacht wird, dass man einen mit reinsetzt, der das Ganze sozusagen vielleicht kommuniziert, weil sonst ist es ist eine Perle, die ich jetzt gefunden habe. Cool, danke. Sehr schön.